Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 85 heute. In besonderen Zeiten gibt es einen besonderen Podcast. Ich habe es schon mal, ich glaube, es ist jetzt schon fast ein Jahr her gefühlt oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, haben wir es schon mal angedroht, dass wir uns mal ein bestimmtes Thema rausnehmen. Und ja, welche Zeit bietet sich besser an als die Zeit, wo Kinos komplett zu haben? Hätten wir wahrscheinlich auch vor einem Jahr nie gedacht, dass das jetzt mal, dass sowas mal passiert. Und an meiner Seite habe ich den David Lynch-Fachmann schlechthin. Daniel, hi. Hi, mein Lieber. Na? Na? Ja, wir haben damals zu Twin Peaks, ne? Twin Peaks, wie die dritte Staffel damals lief, da hatten wir drüber gequatscht und haben wir gesagt, dass wir da doch mal irgendwann in Zukunft noch mal ein bisschen genauer über den Herrn Lynch sprechen. Ganz genau, ganz genau. Ich weiß auch gar nicht, wir sind nur ganz kurz über Twin Peaks so, glaube ich, gestolpert und haben festgestellt, ach, da gibt's ja doch ein bisschen was zu erzählen, so über sein Werk so allgemein. Und könnte sogar zwei Jahre her sein, ne? Das kann hinkommen, ja. Ich glaube, wir haben zwischendurch auch noch mal einen anderen Podcast gehabt. Also es ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen seither. Das auf jeden Fall. Ich hatte gerade noch mal geschaut. Du warst zuletzt zusammen mit dem Greg im November. Im November bei mir zu Gast, ja. Genau. Und auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es auch schon ein ganzes Weilchen her. Also schön, dass es auf jeden Fall mal geklappt hat. Ich habe den Podcast dann auch zum Anlass genommen, um meine eigene Schaufilmografie von David Lynch zu vervollständigen mit einem seiner etwas weniger bekannten Filme. The Straight Story, werden wir sicher ja auch gleich nochmal in Kürze darauf eingehen. Und klar. Bin sehr gespannt, wo wir hier alles noch in der... War das der einzige, den du nachholen musstest, oder? Ja, tatsächlich. Ich habe zwar nochmal zur Auffrischung habe ich dann jetzt gerade diese Woche auch nochmal Blue Velvet und Wild at Heart gesehen, weil die Filme mir nicht mehr so gut im Gedächtnis waren. Aber da in dem Zug habe ich auch festgestellt, dass die ganzen anderen Filme doch noch relativ frisch waren. Also dass ich da doch immer mal wieder zwischendurch in den Jahren mal einen Anlass gefunden habe, um nochmal einen David Lynch-Film zu schauen. Okay, du hast jetzt nicht nochmal Twin Peaks alle drei Staffeln durchgebinged. Nee, das da doch nicht. Aber Twin Peaks, die dritte Staffel, die war mir dann ja auch noch relativ präsent. Und ich glaube, ich habe, bevor ich die dritte Staffel angefangen habe zu gucken, die ist ja auch, wann war das? Vor anderthalb, zwei Jahren oder so, als sie rausgekommen ist, hatte ich eben auch nochmal die ersten beiden Staffeln auch nochmal aufgefrischt. Also ist das auch noch im Arbeitsspeicher drin sozusagen. Ja, 2017. Also 2017 kann sein, dass sie bei uns Anfang 18 oder so released worden ist oder was auch immer. Und dann ist es jetzt, wie gesagt, mit Sicherheit gut zwei Jahre her, geschätzt. Ja, genau. Genau, aber bevor wir in Medias Res in dem Bereich mal ein bisschen intensiver reingehen, natürlich erstmal, wir nehmen ja jetzt am 26. März auf, 2020. Mhm. Das Jahr wird sicherlich in die Geschichte eingehen. Ein sehr spezielles Jahr. Mhm. Covid-19, der Coronavirus grassiert und die meisten sind eh im Homeoffice. Mhm. Und wie geht's dir? Bist du in Quarantäne oder was treibst du aktuell? Ich bin in einer selbsterwählten, sehr, sehr viele Monate andauernden Quarantäne schon. Also tatsächlich hat sich für mich mein Alltag nicht allzu sehr geändert, muss ich sagen, weil ich sowieso immer schon Homeoffice gemacht habe. Also jetzt ganz konkret spüre ich das schon auch in der Auftragslage natürlich, weil ich ja auch als Videodienstleister dann schon noch rausgehe, auch Workshops gebe, gerade an Schulen, das spüre ich eben jetzt auch. Also da ist an der Front merkt man schon, aber so im Alltag, wenn es dann wirklich dann so, so in der tagtäglichen Gestaltung geht, ist für mich witzigerweise oder ironischerweise gar nicht so eine große Umstellung nötig gewesen. Und stelle fest, da gibt es ein schönes Meme im Internet von so einer Puppenfigur, die so sagt, wenn ich herausfinde, dass mein Alltag von anderen als Quarantäne bezeichnet wird, so ist mir das jetzt, so kommt mir das gerade ein bisschen vor, weil das ist dann doch nicht so jedermanns Sache, dann natürlich Homeoffice zu machen, und das kriegt jetzt so eine ganze Gesellschaft gerade zu spüren.
Das stimmt. Und die wichtigste Frage, hast du genügend Klopapier? Ja, tatsächlich kacke ich nicht so viel, scheinbar, wie andere. Deswegen hab ich noch auf so Hamsterkäufe verzichtet. Auch Nudeln habe ich nicht in rauen Mengen. Ich hoffe allerdings, dass ich so in den nächsten paar Wochen hinwegkomme. Im schlimmsten Fall knabbe ich mal die Arschbäckchen zusammen. Es wird ja auch nachgeliefert, von daher. Aber, es ist total witzig, diese ganze Panik aus dem Rund. Ja, total. Ja, wir Cineasten haben ja noch den Vorteil, wir kennen die drei Muscheln. Weißt du nicht, wie die Muscheln funktionieren? Ja, genau. Natürlich, das ist das einzige Problem, dass man nicht weiß, wie sie funktionieren. Aber drei Muscheln kann man sicherlich organisieren. Genau. Ja, du, ich arbeite halt auch jetzt viel im Homeoffice, bin recht selten in der Firma. Ich weiß gar nicht, du lebst nicht in Bayern, oder? Wie war das nochmal? Nee, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, okay, da habt ihr auch keine Ausgangssperre oder so, sondern diesen berühmt-berüchtigten Kontaktverbot, ne? Genau. Mehr als zwei Leute dürfen sich hier nicht zusammenrotten. Genau. Aber darüber hinaus gibt es keine schärfere Verordnung hier. Genau. Und gut, das Schöne ist, ich komme endlich ein bisschen weiter hier mit meinem Lego Millennium Falken, den fertig zu bauen. Ich habe nur noch zwei Bauabschnitte vor mir, dann ist er endlich fertig. Und habe auch noch hier das Harry Potter Schloss in der Ecke, das kommt dann als nächstes. Also für ein bisschen Unterhaltung oder Zeitvertreib. Und Disney Plus ist gestartet, ne? In dieser Woche ist endlich auch in Deutschland lang erwartet der Streamingdienst Disney Plus an den Start gegangen. Und im Gegensatz zur Konkurrenz will man hier mehr exklusive Inhalte anbieten. Wie zum Beispiel Disney-Titel. Produktionen aus den Pixar-Studios, sämtliche 30 Simpsons-Staffeln, das Marvel-Helden-Universum und das für 100 Millionen Dollar exklusiv produzierte Star-Wars-Serien-Spin-Off The Mandalorian. Die Kopfgeldjagd ist ein kompliziertes Berufsfeld. Und nicht nur die, auch das Verkaufen von virtuellen Unterhaltungsangeboten. Denn all das gab es schon bereits Ende des letzten Jahres. Allerdings nur in Amerika und ein paar anderen handverlesenen Ländern. Nur nicht bei uns in Deutschland. Kein Wunder, dass die Anmeldezahlen in den ersten Tagen durch die Decke geschossen sind. Allerdings lockte man die Sehsüchtigen mit einem zunächst kostenlosen Probeabo. Aber so eine Woche dauert ja auch nicht ewig. Derweil haben die bisherigen Platzhirsche Netflix und Amazon Prime ebenfalls aufgerüstet und präsentieren mehr denn je Eigenproduziertes. Wie zum Beispiel das Action-Drama Triple Frontier mit Ben Affleck und Charlie Hunnam auf Netflix. Darin geht es um 5 alte Kriegskameraden, die nochmal zusammenkommen, um nochmal ein ganz großes Ding abzuziehen. Wir haben in den letzten 17 Jahren so viel getan. Wir haben versucht, etwas zu bewirken. Und wir haben uns nie Geld genommen. Wir können unsere Fähigkeiten endlich zu unserem Vorteil nutzen. Der Plan sieht so aus, dass sie in Südamerika einen berüchtigten Drogenbaron festnehmen wollen. Wir holen uns Gabriel Martin Lorea, Boss eines der größten Drogenkartelle. Schätzungen zufolge hat er über 75 Millionen Dollar Bargeld. Und die sollen nach dem Auftrag einfach verschwunden sein. Das Problem? 75 Millionen Dollar sind eine tonnenschwere Beute und ihre Flucht führt über die Anden. Einen ganz anderen Weg, die weggebrochenen Kinoeinnahmen zu kompensieren, schlägt der Verleiher Universal ein. Er will seine brachliegenden Kinotitel direkt im Netz vermarkten und bietet einige Neuerscheinungen zum Ausleihen auf Streaming-Plattformen an. Wie zum Beispiel die Trolls-Fortsetzung und Der Unsichtbare, der gerade eben erst im Kino angelaufen war, bevor die geschlossen wurden. Er ist nicht tot. Ich kann ihn nur nicht sehen. Er hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen. Der Unsichtbare ist übrigens ein richtig guter Thriller, der mehr als nur spannend ist. Und weil momentan mehr denn je gestreamt wird, übertragen Netflix und Amazon Prime ihre Videos in Europa vorerst nur noch in verringerter Qualität, damit die Internetkapazitäten für die vielen Menschen in Heimarbeit auch ausreichen. Aber Einschränkungen sind wir ja in diesen Tagen gewöhnt. Und zum Schluss kommt nochmal der Mandalorian zu Wort. Alle ins Büro. Sofort. Kann man vielleicht auch an der Stelle noch mal erwähnen. Ich weiß nicht, hast du schon reinguckt? Bist du Disney Plus Abonnent oder nicht? Ich habe in The Mandalorian tatsächlich reingeschaut. Da waren wir auch mal ganz, ganz kurz zwischendurch im Gespräch, erinnere ich mich noch, aber war damals nicht mehr dazu gekommen, dir noch eine Rückmeldung zu geben. Das kann ich jetzt an dieser Stelle hier offiziell tun. Also ich habe die Serie echt sehr genossen. Ich habe sie tatsächlich
zweimal hintereinander gesehen. Einmal mit meiner Schwester und dann nochmal im Freundeskreis, weil ich quasi zwei oder drei Tage hintereinander, ich bin dann sozusagen zurückgekommen um die Weihnachtszeit herum hab's halt eben dann nochmal geschaut und hab wirklich großen Spaß dran gehabt. Ja. Ja, ging mir ähnlich. Also ich hatte da auch großen Spaß dran. Ich weiß noch, wie sie im letzten Jahr anlief. Da habe ich immer zwischendurch mal gedacht, ja, ein bisschen kurz die Folgen, aber wenn man es dann, gerade wenn man es vielleicht am Stück gucken kann, ist es sogar noch am besten, glaube ich, als wöchentlich. Also die Serie bot sich mehr zum Bingen an, aber ja, so ist es. Also was ich wirklich so erfrischend fand an dieser Serie, war wirklich mal, also erstmal den Mut zu haben, wegzugehen von den etablierten Charakteren. Einfach mal ein bisschen wirklich eine richtig schöne Side-Story zu erzählen. Und was ich halt auch witzig fand, dieses Genre des Westerns, ja, gerade eben auch, sagen wir so, Space-Westerns, aber auch so des Serien-Westerns, was auch in den USA, meine ich, auch vor vielen Jahrzehnten sehr populär gewesen ist. Das ist ja voll aus der Mode gekommen und also ich erinnere mich auch gar nicht, dass ich jetzt hier in Deutschland vielleicht noch so diese Kung-Fu im Zeichen des Drachen-Serie, wo der Kane da durch die amerikanische Einöde wandert und immer wieder Dörfern in Not hilft, das vielleicht noch am ehesten, aber ansonsten habe ich das jetzt auch nicht so stark gehabt, solche Serien, aber in Amerika, glaube ich, war das nochmal eine sehr viel größere Sache, ja auch hier in Once Upon a Time in Hollywood ja auch nochmal aufgegriffen worden von Quentin Tarantino, dass man halt diese, auch ganz oft diese TV-Western eben hatte und da habe ich halt so eine gewisse seelische Verwandtschaft auch zu The Mandalorian dann gespürt, dass wir eben auch erstmal so ein Kurzformat haben, ne? Also wirklich eher so auch kurze, kleine, abgeschlossene Arcs, schon eingebettet in größeren Bogen, aber mit jeder halbstündigen Geschichte dann doch auch immer eine neue Charaktere getroffen, irgendwie geholfen oder sich mit denen arrangiert und dann wieder weitergezogen. Und das fand ich einfach sehr, sehr erfrischend, weil es sowas extrem Klassisches hat und über die ganzen letzten Jahre, wo Serien auch immer cineastischer und immer größer, epischer und auch die Storylines irgendwie immer schwerer und länger geworden sind, habe ich nochmal eine sehr erfrischende Gegenbewegung gewesen ist, ja. Und das natürlich dann auch in diesem Science-Fiction-Setting mit einem exorbitanten Budget natürlich. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr schön zu gucken. Sehr mal in der gegenwärtigen Serienmedienlandschaft wirklich eine sehr angenehme Spitze. Ja, und gerade für dich doch sicherlich spannend, wenn du so ein bisschen im Hintergrund dir die Making-ofs oder so angeschaut hast, was für eine Technik dort verwendet worden ist mit den, nicht mehr mit Greenscreens, sondern mit der Live-Engine, genau. Ich glaube, so einer abgewandelten Unreal-Engine, ja, gell, war das. Ja. Dass die Hintergründe wie in Echtzeit generiert haben. Ich ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, wie sie es genau gedreht haben, aber es war dann, glaube ich, so, dass während den Dreharbeiten selbst schon am Set man da sich schon, also diese Orte, diesen Ort, also die Hintergründe und so auch schon projiziert hat, zumindest so Ansicht. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie projiziert oder ob das wirklich irgendwelche, ich meine, das wären so riesen Displays gewesen, weil der Vorteil war halt, dass sich halt die Sachen dann halt auch passend schon richtig reflektiert und gespiegelt haben in den Rüstungen etc. Ja, ja. Und natürlich, dass die Schauspieler so ein bisschen mehr das Gefühl bekommen haben, wo sie sich gerade aufhalten und befinden, als wenn sie nur eine grüne Wand um sich herum haben, ne? Das ist ja so ein klassisches Ding, was man ja auch wirklich bei jedem zweiten Making-of hört von Schauspielern, dass sie das halt, dass sie das an den großen Produktionen, an den auch großen Fantasy- und Science-Fiction-Produktionen so erschöpfen finden, immer gegen eine grüne Wand zu spielen. Also ich denke auch, dass das ein sehr guter Trend ist, wieder zu einer physischeren Form zurückzukehren. Ja. Und eben dann auch den Schauspielern, aber nicht nur den Schauspielern, auch ich würde sagen, so auch der Crew und an allen Beteiligten irgendwie nochmal eine lebendigere Experience zu geben. Also einfach wirklich stärker das Gefühl zu haben, da am Ort zu sein und auch sich schlussendlich auch inspirieren zu lassen, ne, von den Örtlichkeiten und sagen, okay, das ist, ich spüre es, ich weiß richtig, was wir hier tun. Also finde ich von allen Seiten wirklich eine tolle Möglichkeit und scheint sich ja auch wirtschaftlich zu rechnen. Ja, und es sieht super aus, ne? Also auch jetzt als Zuschauer, ne? Ja. Also du merkst noch weniger, dass da irgendwie was viel mit Computer gemacht worden sind. Also ja, kaum Szenen, wo ich sagen würde, oh, das sieht jetzt aber nach Computer aus. Vielleicht die allererste Szene am Anfang in der Wüste, wo dieses, wo dann dieser, ich sag mal, Taxi kommt, wo er dann einsteigt, das wirkte so ein bisschen nicht ganz so schick, aber ansonsten danach alles, die Folgen, was danach kam und so. Super von der Optik her. Ne?
Ja, total. Also wirklich eine Serie, mal wieder mit einem typischen Hollywood-Budget, kann man sagen, oder einem Hollywood, zumindest Hollywood-Production-Value. Ja. Ich verstehe zwar nicht so ganz, muss ich sagen, warum sie dann doch nicht Boba Fett schlussendlich nutzen wollten, weil ich meine, es ist in der Timeline ja auch, spielt ja auch nach dem, nach Episode 6. Es ist schon sehr naheliegend. Ja, das wahrscheinlich wollten sie ja eben dann sich dann nicht an diesen Properties vergreifen, die dann die Fans auch schon so gut kennen und dies und das. War halt eben dann doch, war für mich, ich bin nur einfach drüber gestolpert, weil es halt, weil ja auch Boba Fett auch so eine ausgedehnte Backstory hat und das ja auch in den Comics dann auch die diese Timeline gibt, dass er da, dass er auch den Sturz in die Grube von Kakun da in den Salak überlebt hat und wieder rausgekommen ist. Aber gut, das war nur so ein kleiner Werbungstropfen, den ich sehr wirklich auch verziehen habe und ich bin sehr gespannt. Ja, was sie ja machen können, sie könnten ihn trotzdem theoretisch in den nächsten Staffeln noch aufbauen als Side-Character, ne? Das könnte man ja trotzdem machen, theoretisch, aber... Ich bin gespannt. Es kann natürlich auch, da habe ich jetzt keine Inside-Infos, aber es könnte natürlich auch sein, dass Disney einfach da kein Risiko eingehen wollte mit dieser Serie, weil uns gesagt hat, naja, wir wissen nicht, wie es am Ende rauskommt. Wir wollen da uns nichts verbauen. Und jetzt, wo es ja doch schon, denke ich, viel positives Feedback gegeben hat, natürlich auch Stichwort Baby Yoda und so, haben sie vielleicht in der zweiten Staffel mehr Mut, da noch so ein paar Assets nochmal rauszukramen aus der Franchise, die man eben auch aus den großen Filmen kennt. Also kann man gespannt sein. Ja, absolut. Und ich bin sogar noch auf was anderes auf den Geschmack jetzt gekommen, durch Disney Plus. Ich werde jetzt wirklich mal The Clone Wars und Rebels mir endlich mal nachholen. Ich bin einer der wenigen, die vielleicht auch Clone Wars noch nicht gesehen haben. Ich habe aber gerade mit zunehmender Staffel habe ich eigentlich immer sehr viel Positives über diese Serie gehört, obwohl mir dieser Zeichenstil so in den ersten Folgen, die ich damals gesehen habe, und auch diesen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Kinofilm, den sie herausgebracht haben, hat mir das damals nicht so wirklich hundertprozentig zugesagt, aber Das geht mir ganz genauso. Deswegen, ich habe nämlich auch beide Serien nicht gesehen und ich habe nicht einmal in eine Folge reingeschaut, sondern ich bin schon nur so von Trailer und von dem ganzen Promotion-Material, vom Zeichenstil so auch so zurückgestoßen gewesen, dass ich mich da nicht reingegeben habe. Habe aber eben auch gehört, dass die Serie wirklich sehr wohl gelitten ist. Ich weiß jetzt nicht, welche, ob jetzt beide oder eine von den beiden im Speziellen. Ich weiß nur, dass einer der Regisseure da auch dann später, ich weiß nicht, ob es jetzt bei Mandalorian das ist der war, Dave Filoni, der halt viel auch bei Mandalorian gemacht hat. Man hat wohl in einigen Folgen sogar gemerkt, dass das vom Aufbau her oder sehr ähnlich wohl zu Clone Wars sein soll. Also Dave Filoni ist da, glaube ich, sogar mit Hauptverantwortlicher für die Weiterentwicklung von Clone Wars und ja, der durfte dann halt auch bei Mandalorian dran. Deswegen, das war für mich auch so ein bisschen das Bindeglied und ich habe mir jetzt mal die erste Folge der 7. Staffel einfach mal angeguckt und habe gemerkt, ja, Zeichentrickstil oder dieser Zeichenstil hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Es sieht nicht mehr ganz so hölzern aus, nenne ich es mal. Und dadurch, ja gut, ich fand das jetzt nicht so schlimm, da irgendwie mitten in der Story rein zu geraten. Da ging es dann in dem Moment um so eine Special-Einheit von den Klonkriegern. Also alles gut und Anakin war da. Also ich habe mir jetzt aber gesagt, weil ja die 7. Staffel auch wöchentlich released wird, die Folgen. Ich mache jetzt erstmal einen Break und gucke jetzt erstmal guck's doch mal von Anfang an. Und da habe ich jetzt aus Fankreisen gehört, aus Fanforen, es gibt eine extra chronologische Reihenfolge, wie man die Serie gucken sollte. Und so werde ich sie halt auch gucken. Das fängt dann nicht zwingend mit der ersten Staffel, erste Folge an, sondern als Beispiel dritte, ich weiß es jetzt nicht genau, aber dritte Staffel, erste Folge, dann erst zig Folgen aus der ersten Staffel, dann den Kinofilm irgendwo dazwischen und, und. Also da gibt es wirklich auch eine chronologische Reihenfolge und ich habe jetzt von vielen gehört, dass man die Serie sehr gut oder empfehlenswert auch in chronologischer Reihenfolge gucken sollte, damit man nicht diese Sprünge hat. Ja. Also das bietet sich jetzt über Disney Plus natürlich super an und natürlich dürfen wir nicht vergessen, warum man eigentlich Disney Plus holt. Es gibt endlich, man kann es endlich am Stück gucken, Darkwing Duck und die Gummibärenbande.
Ja. Also, ja, als Kind vom Disney Club, damals mit Antje, Stefan und ja, da irgendwie ist das als Kind damals da so hängen geblieben, der Disney Club und die ganzen alten Disney-Serien. Und ich freue mich und mich wundert immer noch, dass Disney, außer jetzt bei DuckTales, da auch noch nie irgendwie was Neues mal gemacht hat. Weiß nicht, ob die damals in den Staaten so schlecht liefen. In Deutschland oder so waren die doch super beliebt, gerade Darkwing Duck oder auch die Gummibärenbande. Ja, absolut. Also es ist total, ich verbinde das total mit meiner kompletten Kindheit und das ist, ich würde sagen, dass jetzt unsere Generation da total von in der Kindheit ja. geprägt wurde. Also es ist eine gute Frage, ob das dann vielleicht eines dieser Beispiele ist von Serien, die dann im Originalland nicht so erfolgreich ja. angelaufen sind. Aber Darkwing Duck ist ein Superheld. Wenn ein Superheld oder eine Superhelden-Serie funktioniert, dann doch aktuell. Also könnte man jedenfalls meinen. Wer weiß, was jetzt auch der Start von Disney Plus da noch an Konsequenzen hat und worauf dann Leute vielleicht auch nochmal aufmerksam werden. Ja. Das sieht ja Disney jetzt in erster Hand, was denn am meisten und wie exzessiv gestreamt wird. Von daher, mit diesen Statistiken können die ja dann halt auch neue Sachen entwickeln, ne? Neben Marvel-Serien und eine zweite Staffel Mandalorian und wo ich mich sehr drauf freuen würde, wenn es dann kommt, die Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also, und vor allem, ich habe es jetzt über diesen Frühbucher-Rabatt mir gezogen für. Ich glaube 59 Euro fürs erste Jahr, da kann man auch nicht meckern und dafür hast du ein super geiles Disney-Archiv, gerade mit meinen Jungs, kannst du den auch Cars oder so mit denen gucken oder diese ganzen Disney-Filme oder Serien immer mal schön dosiert und ja, das bietet sich schon ganz gut an. Also Daumen hoch von meiner Seite erstmal in dem Bereich. Klasse, ja. Ja, und da kommen wir vielleicht noch kurz zu dem Thema durch Corona. Filme wurden verschoben, Bond wurde auf November verschoben. Andere Filme, die gerade erst im Kino laufen, gibt es jetzt direkt schon im Stream. Ist zum Beispiel Der Unsichtbare. Ich habe ihn mir schon bei Amazon Video jetzt für, ich glaube, 16, 17 Euro gekauft. Den werde ich mir noch die Tage angucken. Ich habe da sehr viel Vorschusslorbeeren gehört über den Film. Mhm. Und also so sehr horrormäßige Interpretation, Neuinterpretation sein. Ja, soll, oder? Wohl mit einem sehr geilen Twist. Also der soll wirklich, wirklich gut sein. Und das freut mich, dass die da was Gutes hingekriegt haben. Hollow Man fand ich damals auch nicht verkehrt, aber das war ja doch mehr Action-driven, weniger Horror. Yeah. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt auf die Interpretation, nenne ich es mal, von den Unsichtbaren. Weil geht natürlich nichts über die Chevy Chase-Variante, wobei die überraschend ernst war, musste ich so im Nachgang noch dran denken, weil Chevy Chase habe ich halt damals auch als jugendlicher Kind immer eher natürlich mit lustigen Rollen verbunden und dann in der Unsichtbare war gar nicht so lustig. Ja, stimmt. Also es ist lange her, dass ich gesehen habe, aber also ich weiß auch, dass das so ein richtiger Erwachsenenfilm war. Ja. So, ja. Dann vielleicht noch als, vielleicht so ein bisschen als Service-Tipps, ne? Jetzt gerade Der Unsichtbare, noch ein Service-Tipp. Bloodshot heißt es, glaube ich, ne? Mit Vin Diesel, der neue. Ist auch auf einem Comic beruht, oder der beruht auch auf einem Comic. Und der Film, dem wird es entweder jetzt oder ihn gibt es, glaube ich, jetzt sogar schon, genauso auch direkt online zum Laien. Ist auch ein Film, der eigentlich gerade ins Kino gekommen wäre oder gerade gekommen war, glaube ich, der jetzt dann direkt im Stream erscheint. Und ein dritter, also Orkwood, so ein Disney-Pixar-Film. Ich weiß gar nicht mehr den Namen. Der ist jetzt auch direkt im Stream, genauso wie Die Eisprinzessin 2 kommt, glaube ich, jetzt auch recht zeitnah über Disney Plus, also alles durch Corona bedingt, dass die Sachen eher kommen. Das ist so eine generell interessante Sache, wenn ich nur ganz kurz noch mal so eine Detour zum Coronavirus allgemein machen kann, dass das wirklich schon an diversen Fronten jetzt auch, also offensichtlich zu krisenhaften Veränderungen führt, aber ich sehr gespannt bin, was davon langfristig bleiben wird. Ja? Also zum Beispiel auch das Thema Homeoffice ist ja ganz fast schon polarisierendes Thema so in der Arbeitswelt und soll man es machen, soll man es nicht machen und was für Hürden es dann so immer gibt und plötzlich ist es nötig und es geht mehr oder weniger von einer Woche auf die nächste und überall sind plötzlich alle Leute im Homeoffice. Auch Thema bedingungsloses Grundeinkommen, ist jetzt auch gibt's ja so eine Forderung, dass einfach so mal für sechs Monate sowas mal geliefert werden soll. In Amerika sind so Einmalzahlungen ja dann auch jetzt angedacht. Also, aber mal unter uns. Aber kurz reingegrätscht, unter uns diese
Einmalzahlung in Amerika. Was sollen die denn bringen, außer dass die schweineteuer für den Staat sind? Was nützt denn einer Familie Einmalzahlung von $1,000? Also habe ich nicht verstanden. Das ist auch eine separate Debatte. Also witzigerweise, ich hatte beim ersten Überfliegen der Zeilen gedacht, ach, die reden jetzt auch von so einem temporären Grundeinkommen, ja. Bis mir dann jemand gesagt hat, nee, nicht monatlich, einmalig. Also, okay, das, super. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber trotzdem, also diese Debatten, glaube ich, werden dadurch nochmal befeuert. Und bin ich gespannt, was dann in ein paar Monaten, also ob wir wirklich komplett wieder zurück zum Normalzustand kehren, jetzt eben auch, um hier wieder zurückzukehren zu den Filmen, ob das jetzt auch einfach, ich meine, die Idee, ne, so auch Day- und Date-Releases und dass wir halt viel schneller auch die Inhalte schon auch streambar haben und so, das ist ja jetzt nichts Neues, aber da sieht man halt doch, dass es noch schneller geht oder dass auch höherwertige Filme dann direkt diesen Sprung jetzt zurzeit noch notgedrungenerweise machen, direkt zum Sprung. Und da bin ich gespannt, ob das dann, ob die Datenlage dann sozusagen auch für die Produktionsfirmen und die großen Publisher oder Distributoren besser gesagt, auch dann sich so verhalten wird, dass sie sagen, ja, das könnte man auch öfters mal zwischendurch machen, auch wenn es nicht nötig wird von der Krise her. Ich bin da ja sehr stark hin und her gerissen. Ich habe ja nicht ohne Grund 17,5 Jahre im Kino gearbeitet als Filmvorführer bis letzten August. Deswegen bin ich natürlich dem Kino generell sehr nah, auch als Cineast sowieso. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe ja bei mir zu Hause auch ein kinoähnliches Equipment, teilweise technisch sogar besser als im Kino. Ich habe ein Dolby Atmos Setting, ich habe ein 75 Zoll 4K UHD Fernseher. Also ich kann bei mir selber auch Kino machen. Und dann habe ich es natürlich schon gerne, wenn ich vielleicht auch mal die Gelegenheit habe, einen Film fast parallel oder kurz nach Kinorelease natürlich schon direkt bei mir im Heimkino zu gucken. Ne? Aber ja, ob sich das durchsetzt. Spannende Debatte. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass man jetzt das Kino tot gesagt hätte. Ne? Ich meine, auch in den 80ern, als dann VHS aufgekommen ist, wurde ja auch schon gesagt, ja, wer geht denn jetzt noch ins Kino, wo man sich das schon kann? Und das Kino hat es trotzdem überstanden. Und sicherlich hat diese Atmosphäre auch und dieses gemeinsame Schauen, vielleicht sogar auch das gemeinsame Schauen nicht nur im engen Freundeskreis, sondern eben auch mit Wildfremden, schon eine befriedigten, vielleicht ein tieferes Bedürfnis im Menschen, was auch immer noch da bleiben wird, selbst wenn die Technik noch so gut ist im eigenen Heimkino. Also das kann schon durchaus sein. Ja. Und wer weiß, vielleicht wird es dann irgendwann noch so sein, dass der Film gleichzeitig im Kino streamt, als auch zu Hause verfügbar ist. Ja. Oder sie stellen halt fest, dass das dann sich doch nicht rechnet, weil dann doch irgendwie die Leute dann zu faul sind, um ins Kino zu gehen. Also das wird sicherlich jetzt auch, ist jedenfalls auch etwas, was durch den Coronavirus nochmal evolutionär beschleunigt wurde, diese Debatte und diese Frage. Deutlich. Und ich hätte auch keinen Schmerz damit, wenn die Verleiher sagen, okay, wenn du es direkt im Homeoffice temporär streamen willst, 30 Euro. Hätte ich keinen Schmerz mit, weil dann lädst du dir im Zweifel noch zwei Freunde ein, guckst zu viert, zahlst du trotzdem weniger als im Kino in dem Moment, ne? Ja, genau. Und hast natürlich dann so gemütliche Atmosphäre, kannst auch mal anhalten, Pickelpause machen, wenn es nötig ist. Ich weiß auch gar nicht, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass zumindest solche Bestrebungen existieren. Ich weiß, war auch. Das ist so ein einige Verleiher haben darüber nachgedacht oder wollten das auch anbieten. Das gibt es wohl sogar teilweise für stinkreiche Hollywood-Stars, die dann für 10.000 Euro sich so einen Film für ihr Heimkino kaufen dürfen. Aber nein, gut. Okay. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich. Da musst du noch so mittleres Segment finden. Ja, okay. Ja. Mal gucken. Vielleicht entwickelt sich da ja was. Einige munken ja auch, dass sie den Bond-Film sowieso am liebsten auf den November verschieben wollten und dass denen jetzt gerade sehr entgegenkam, weil er bei den Filmen, bei den ersten Testvorführungen wohl nicht so positives Feedback bekommen hat und dann wollen sie jetzt halt noch was bearbeiten. Na, was da dran ist, weiß man nicht, aber gut, die Zeit haben sie jetzt definitiv und naja, unter uns, November ist trotzdem gefühlt ein bisschen optimistisch, weil selbst wenn wir jetzt die Kurve kriegen und es werden weniger Infektionen, du kannst ja nicht sofort alles wieder aufmachen, sind wir mal ehrlich. Also gerade Kinos oder große Menschenansammlungen, Schützenfeste, Volksfeste, wenn kannst du ja nicht direkt wieder aufmachen. Wenn es doch Donald Trump in Amerika ging, dann könnten wir schon, könnten die Welt, vor allem Amerika natürlich, dann in zwei Wochen schon mal wieder voll aufdrehen. Aber nein, selbstverständlich. Also das ist, da muss man sich, glaube ich, wirklich darauf einrichten, dass, wenn diese Idee auch des Abflachens der Kurve funktionieren soll, dass das halt langfristig gedacht ist. Ja. Also was das jetzt auch wirklich bedeuten mag, also da müssen dann einfach Lösungen gefunden werden. Wie das dann genau aussehen wird, ist dann die andere Frage. Aber ich meine,
es bringt halt nichts, jetzt einfach sofort wieder darauf zu drängen, wieder zum Stand. Dann geht das Ganze von vorne los. Dann hast du wieder den gleichen Anstieg. Jo, ja, jetzt wollten wir eigentlich gar nicht so in die Corona-Diskussion. Ich habe jetzt auch hier diesen Virologen von der Charité nicht erreicht, sonst hätte ich den jetzt dazu geholt. Der hüpft ja von Podcast zu Podcast und zur Sendung zu Sendung. Also der. Also falls die Hörer irgendwann hier einschalten sollten und irgendwas sich geschnitten anfühlt, kein Problem. Ne? Vielleicht musste hier aus diesem Podcast was rausgeholt werden, weil wir uns so in der Krise verirrt haben. Aber dann kämen wir mal. Ja, wir sprechen gerade erst 5 Minuten, liebe Zuhörer. Das seht ihr ja. Also das waren auf jeden Fall so die Themen, die ich nur ansprechen wollte. Vielleicht sonst kurz bei Netflix. Guckst du Haus des Geldes? Habe ich nicht geguckt. Ich habe halt so Kontroverses gehört. Ich habe Leute, die das sehr gut finden. Ich habe aber auch, dessen Meinung ich sehr schätze, kein so gutes Feedback bekommen. Deswegen ist es nicht so hoch rangiert. Es ist halt nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste. Aber es ist ja offensichtlich ein Ding. Ja, deswegen, es ist mal, also vielleicht mal kurzes Feedback von meiner Seite auch für dich. Es ist halt mal nicht eine amerikanische Serie, was sehr erfrischend ist. Es spielt halt in Spanien. Ich finde die Charaktere sehr, sehr cool. Dem ist ein Professor und all das, die Idee dahinter. Und es ist halt wieder so ein bisschen Prison Break-mäßig, ne, mit interessanten Ideen und aber eher in Richtung Überfall, ne? So eine Heist-Serie, die wirklich über mehrere Staffeln geht. Ja, die erste Staffel, weil Netflix die neu geschnitten hat, im Gegensatz zu dem Original, ist die erste Staffel so ein bisschen langwieriger, aber spätestens ab zweiter oder vor allem die dritte Staffel, die gibt schon ordentlich Gas. Und ich habe jetzt die ersten 4 Folgen der vierten Staffel, die am 4. April oder am 3. April erscheint, habe ich schon vorab sehen können von Netflix. Und deswegen wollte ich nur einen kurzen Eindruck geben. Ich finde auch wieder die ersten 4 Folgen sehr stimmig. Es macht wieder sehr viel Spaß und ich freue mich auch schon auf die restlichen Folgen. Das Embargo müsste jetzt auch, wenn die Folge released hier wird vom Podcast, ist das Embargo gefallen. Deswegen kann ich da auch drüber sprechen, ohne jetzt zu spoilern. Aber ja, es wird wieder sehr temporeich und es macht wieder sehr viel Spaß mit anzusehen. Und ja, allein diese Maske oder dieser Anzug ist ja dann auch popkulturell mit Bella Ciao ist ja schon so ein bisschen dann hochgegangen, ne? Also das kennt scheinbar gefühlt jeder. Ja, das Lied, das habe ich dann, das hat auch bis zu meinen Ohren geschafft. Und sagt, ist das die ganze Zeit ein durchgängiger Heist, der da stattfindet? Jein, also die ersten 2 Staffeln ist ein Heist. Nach Staffel 2 ist dieser erste Heist erfolgreich beendet. Vorsicht, Spoiler. Und ab dritte Staffel machen sie was anderes, aus einem bestimmten Grund. Im Grunde setzen sie noch einen drauf und überfallen was noch Größeres. Okay. Das finde ich vielleicht gar nicht so dumm, wieder in diese Richtung zu gehen. Nur ein bisschen gefährlicher das Ganze, weil hätten sie es so gemacht wie bei Prison Break, dann plötzlich nur noch Flucht oder ganz was anderes, dann wäre es der Serie nicht mehr, würde es nicht mehr zur Serie passen. Und ich glaube, die Serie wird ja dann auch einen sauren Abschluss kriegen. Ich glaube, jetzt Staffel 4 und 5 noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich vermute mal, dass dieser ein zweiter heißt, der jetzt ab Staffel 3 ja läuft und auch in Staffel 4 jetzt, dass der nach Staffel 4 vielleicht noch nicht beendet ist und eher dann vielleicht sogar über 3 Staffeln geht. Man muss aber auch dazu sagen, die erste Staffel hat viel, viel mehr Folgen. Ich glaube, die hat 16 Folgen und die zweite nur noch 10 und jetzt die dritte 8 und die vierte, glaube ich, auch 8. Also allein dadurch relativiert sich das natürlich wieder. Das finde ich gut, dass es halt nicht so ein endlos Lutscher ist und das dann auch wirklich so, man spürt, dass dann plötzlich auch irgendwo abgeschlossen ist. Also auch dann, dass dieses erste Ding irgendwann abgeschlossen ist und dass du nicht einfach die ganze Zeit das Gefühl hast, ja, jetzt kommt noch plötzlich noch ein Twist und noch was und wann endet das, sondern dass es dann schon auch offensichtlich Hand und Fuß hat und eben ein Ende. Also insofern gut zu wissen. Ja, also wie gesagt, ich habe da meinen Spaß dran. Ich musste meine Frau auch am Mitte der ersten Staffel, hatte sie irgendwie gefühlt irgendwann keine Lust mehr. Da habe ich sie aber gezwungen, doch weiter zu gucken, weil ich wusste dann halt, weil ich es vorab schon vor ihr dann weitergeguckt hatte, weil ich wusste, ab Staffel 2 zieht das Tempo an und wird dort noch spannender und du fieberst immer mehr, weil du die Charaktere natürlich kennenlernst, immer mehr mit denen mit. Und ja, seitdem guckt sie das halt auch gebannt und auch jetzt die vierte Staffel mit mir zusammen. Ja. Aber deswegen frage ich halt gerade, weil eigentlich gefühlt kennt sehr viele, aber ich habe jetzt schon von einigen mal gehört, nö, gucken wir gar nicht. Von daher fand ich es jetzt ganz spannend, von dir zu hören.
Ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf meine Liste hochgerückt jetzt. Ja. Bevor du gerne noch einen Tipp raushauen kannst und willst oder darfst oder möchtest, vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe, da weiß ich aber noch nicht so viel von. Ich habe mir von Amazon, bei Amazon kommt, jetzt lass mich mal eben nachschauen, damit ich nichts Falsches sage. Eine Serie, die heißt Upload. Ab 1. Mai startet die. Amazon Prime Exclusive, und es ist eine Serie, eine Comedy von den Machern von The Office and Parks and Recreation. Mhm. Und spielt, ist wohl so eine Sci-Fi-Comedy, wo halt Zukunftssachen im Alltag gehören, wie 3D-Lebensmitteldrucker, automatische Supermärkte, Hologrammtelefone und solche Geschichten. Und da habe ich jetzt auch einen Screener zu den ersten 10 Folgen bekommen, und da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil A, halte ich sehr viel von den Jungs von also den Machern quasi, oder diesen Greg Daniels heißt der, glaube ich, von The Office and Parks and Recreation. Und so eine Comedy im Sci-Fi-Umfeld ist doch auch könnte ganz spaßig werden mit dem Namen Upload. Von daher, da bin ich mal gespannt drauf. Ah ja, habe ich bisher auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Das ich auch nicht. Deswegen habe ich mir direkt mal angefragt hier Amazon, habe dann Screener. Super cool, ersten 10 Folgen. Check. Ja, sehr schön. Also ja, den einzigen Tipp, den ich noch raushauen könnte, wäre auch Genre Science Fiction auf Netflix, The Platform. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt neu Release ist. Ich hatte mal vor einem Jahr dann Rezension zugelesen, als es irgendwie in den Festivals gelaufen ist. Ein Film, jetzt, ne? Bin ich halt, ist ein Film. Der Schacht, genau, ja. Oder? Der Schacht, genau, ja. Also bei mir in meiner Netflix-Liste wird dann das Platform angezeigt, aber genau, zu Deutsch dann der Schacht. Erzähl. Ich bin sehr gespannt. Was mir sofort darauf aufgefallen ist, das ist eine sehr starke, vom Gefühl her, sowohl von der Story her, wie auch so von der Machart her, eine sehr starke Verwandtschaft gibt zu The Cube. The Cube, eine meiner Lieblings-Underground Sci-Fi, wie soll man es nennen, Horror- Thriller. Kennst du wahrscheinlich auch, ne, dieser Film, der nur in einem Würfel spielt oder beziehungsweise in vielen abgeschotteten Würfeln, und die Leute müssen sich dann da durcharbeiten. Naja, jedenfalls, The Platform spielt in einem Gefängnis, und dieses Gefängnis ist aufgebaut in verschiedenen Etagen. So, und es gibt x Etagen, wie viele will ich jetzt nicht spoilern, aber sehr viele. Und auf jeder Etage leben nur 2 Leute. Das ist also ein großer Raum. Ja, und durch diese kompletten Etagen geht in der Mitte eben ein Schacht, dieser namensgebende Schacht eben. Und durch diesen Schacht fährt einmal täglich eine riesige Plattform mit Essen. Und die Idee ist ganz simpel. Er beginnt oben. Der Schacht hält 30 Sekunden pro Ebene an, und die Leute oben fangen an zu essen. Dann fährt der Schacht weiter runter und weiter runter und weiter runter. Und die Leute unten bekommen nur das, was die Leute über ihnen eben übrig gelassen haben, auf dieser riesigen Essensplattform. Ja, und das ist eine sehr interessante, gesellschaftskritische Idee, weil das ist also das Essen ist so angelegt, dass es eigentlich bis nach komplett unten reichen würde, wenn alle Leute auf allen Ebenen nur genau das essen würden. Ist wie mit unserem Klopapier. Überleben. Aber ja, sehr, sehr gute Analogie. Und also als besonderer weiterer Twist kommt halt eben rein, dass jeden Monat werden die Leute scheinbar zufällig durchgewechselt. Ja, das heißt, es kann schon mal passieren, dass du in einem Monat sehr weit unten bist in diesem Gefängnis und im nächsten Monat sehr weit oben bist. Ja. Und so, keiner fühlt sich wirklich, wenn er weiter oben ist, dafür verantwortlich, sich gut zu benehmen, ja, weil er sagt, na, jetzt bin ich oben, jetzt lasse ich erst recht die Sau raus. Und wenn die Leute unten sind, dann kann es halt passieren, dass du sogar so weit unten bist, dass gar nichts mehr ankommt. Und dann müssen diese beiden Leute dann auf den Ebenen zu ganz rabiaten anderen Methoden schreiten, um diesen Monat zu überleben, ja, muss man sozusagen. Und wir folgen halt dem einen Protagonisten, der sich da sogar freiwillig einliefern lässt, weil er was dafür kriegt, sozusagen, und der das aber total unterschätzt. Und über seine 6 Monate hinweg. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr intensiv. Das Ende, muss ich sagen, da habe ich das so ein bisschen Issue gehabt. Also war ich nicht so hundertprozentig happy mit. Aber bis dahin trägt der Film wirklich sehr, ist auch sehr explizit. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt etwas für ganz schwache Mägen.
Aber es macht wirklich, also es macht Spaß zu gucken, es ist unterhaltsam, es ist, finde ich, schon eine gute Gesellschaftskritik. Und sie haben wirklich geschafft, viel Variation reinzubringen. Also auch wir begegnen verschiedenen Charakteren, ne? Also diese Figur, unser Protagonist, der ist dann mit mehreren Leuten dann im Laufe der Zeit auch dann eingeschlossen auf einer Ebene. Und da haben sie wirklich schon sehr viel rausgeholt aus dem doch sehr minimalistischen Setup und eine gute Botschaft reingepackt. Also kann ich wirklich empfehlen, wer Netflix hat und Science Fiction mag. Kann echt mal in die Plattform oder in der Schacht rein. Ja, habe ich auf meiner Watchlist. Das klingt so ein bisschen auch, das könnte doch das Konzept für die nächste Big Brother Staffel sein, dass es mehrere Ebenen gibt und dann das Essen da runterfährt. In der Tat. Also wenn es bei Big Brother dann am Ende so aussieht wie in den Filmen, dann weiß ich zwar nicht, ob man das guten Gewissens senden kann, aber durchaus vom Unterhaltungsfaktor her. So. Und jetzt vielleicht noch eine Frage von jemandem, der den Film noch nicht gesehen hat. Könnte man nicht, wenn ich jetzt auf der obersten Ebene bin und der Erste bin, der da anders essen kann, könnte man nicht einfach sagen, okay, wir schieben jetzt das ganze Essen einfach von der Plattform und dann kriegt die nächste Ebene schon gar nichts mehr? Oder geht das technisch da nicht? Oder? Das ist eine hervorragende Frage und die aber auch sehr schnell im Film beantwortet wird. Sobald die Plattform weiterfährt und auch nur ein Stück Essen noch auf der Plattform ist, steigt die Temperatur im Raum bis aufs Unendliche an, so lange, bis du dieses Stück Essen wieder nachschmeißt. Also es gibt da einen technischen Mechanismus, der einfach feststellt, ob du Essen von der Plattform nimmst. Ja? Und solange du es nicht selbst gegessen hast, darf es sich nicht auf deiner Ebene befinden. Ja? Das wird ganz schnell etabliert. Okay, also kein Hamstern möglich, ne? Also bunkern. Genau. Ja. Das ist nicht möglich. Also du hast auch nur wenig Zeit und du musst da halt eben dann auch, also bist dann eingeladen, auch zu fressen wie ein Schwein sozusagen, ganz schnell alles reinschaufeln. Aber die Leute werden dann teilweise auch richtig gemein, zynisch, gehässig und wenn sie oben sind, ja, und nutzen das dann irgendwie auch schamlos aus. Und du denkst ja auch so als Zuschauer, warum, Leute, denkt doch mal nach, ja, ihr könnt doch genauso auch unten landen und so weiter. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Denkanstoß. Super, cooler Tipp. Also hatte ich sowieso schon noch auf meiner Agenda, aber jetzt bin ich noch mehr drauf gespannt, wenn du mir die Empfehlung noch mitgibst. Super. Ja, das ist doch schön, ne? Gerade solche kleineren Perlen oder Überraschungsdinger, die kommen ja gar nicht mehr im Kino, ne? Ich habe jetzt auch bei Netflix, ist jetzt vielleicht kein Überraschungsfilm, Spencer Confidential gesehen mit Mark Wahlberg, der neue Peter Berg-Film. Das wäre sonst vor 10 Jahren so ein typischer Kinofilm meiner Meinung nach gewesen. So ein Film, ja, den kann man mal erspäht oder den kann man generell mal gucken. Nichts super Spezielles. Einfach ein guter, in dem Falle so ein bisschen Ex-Cop kommt aus dem Knastfilm und hat, warum ist er im Knast gekommen? Er hat seinen Chef windelweich geschlagen, geprügelt, weil der irgendwie Dreck am Stecken hatte, das hatte er rausgefunden und auch seine Frau auch geschlagen hatte, kommt wieder raus und muss dann erstmal, oder kommt dann wieder dieser Verschwörung näher und findet heraus, dass gewisse Leute ein falsches Spiel damals schon getrieben haben und dann löst er quasi diese Sachen auf. Also klingt klassisch auf jeden Fall gut. Ja, genau, es ist ein richtig typisch klassischer Film, den kann ich uneingeschränkt sagen, ja, kann man gut gucken, mal an so einem Abend, besser wahrscheinlich, den habe ich immer noch nicht gesehen, ich traue mich noch nicht, als den Michael Bay Film, den es da jetzt gibt, Six Underground oder wie der heißt. Nee, das ist ganz den, da traue ich mich noch nicht ran, aber dieser Spencer Confidential tut nicht weh, ist ganz spannend, ist jetzt nicht super überraschender Twist drin, aber ja. Mark Wahlberg gucke ich eigentlich generell ganz gerne, von daher passte das schon. Naja, schön. Mhm. Ja, guck mal, haben wir doch noch ein paar Tipps gerade rausgekramt, aber du merkst halt alles natürlich von irgendwelchen Streaming-Anbietern. Ne? Momentan gibt es nichts anderes. Es ist so. Ja, also das ist so eine allgemeine Bewegung. Und ich meine, dadurch, dass die Serien eben auch immer cineastischer werden, also hat schon Auswirkungen auf unser allgemeines Sehverhalten. Also ich meine, in den 90ern oder so man gesagt, hast du ja, also wenn du Anspruch hattest, nicht wirklich Fernsehen geguckt, ja, also ich meine, dann wolltest du halt Filme gucken, weil da war der gute Stuff sozusagen. Ja. Das hat sich halt dann doch in den letzten 20 Jahren stark gewandelt und ist sich immer ständig weiter stärker am Wandeln, mit immer höheren Budgets, dies und das. Also ja, das mal sehen. Eine allerletzte Frage. Ich weiß, dass du Star Wars-affin bist, aber wie sieht's bei dir mit Star Trek aus?
Nicht so sehr. Also ich war jetzt niemals einer, der da auf diesen großen Kampfzug aufgesprungen ist, dieser beiden Lager. Aber also ich habe gerade, ich habe Picard, ja, ich habe reingeguckt tatsächlich. Darauf wollte ich natürlich hinaus, deswegen frage ich. falls er die Frage hingeleitet hat. Ich habe es aber, also ich habe eine Session geguckt, auch so im Freundeskreis, soweit wie wir gekommen sind. Das waren, glaube ich, dann die ersten 4 oder 5 Folgen. Oh ja, immerhin. Und also es war vernünftig, aber ich bin einfach nicht gehuckt worden so. Und das, was vielleicht auch daran liegt, dass ich halt grundsätzlich mich jetzt dem Star Trek, dieser Star Trek Welt nie so extrem hingezogen gefühlt habe, aber also es war schön, nochmal so Patrick Stewart in seiner kultigen Rolle zu sehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal die Motivation finde, auch die letzten paar Folgen der Staffel zu schauen und weiterzuschauen. Mhm. Soweit ging da meine Affinität eigentlich. Kein Thema. Also morgen kommt die letzte, also das Season-Finale quasi, das Ende der ersten Staffel, und ich werde im April, das möchte ich kurz anteasern an der Stelle, zusammen mit einem Kollegen von sci-fi-news.de und den zwei Kollegen von dem Discovery Panel Podcast, werde ich einen Podcast zu diesem Thema Star Trek Picard und generell Star Trek, wie sieht die Zukunft aus, werde ich einen Podcast aufnehmen. Ich hoffe, also ich habe die Zusagen von den Kollegen. Ich hoffe auch, dass wir einen passenden Termin finden, und dann werdet ihr im April nochmal ein schönes Star Trek Picard / Star Trek allgemein Special bekommen. So, und damit können wir dann einen Haken hintermachen. Und gehen mal so langsam in die Richtung von einem Mann, hat auch im Januar seinen Geburtstag gefeiert, 1946 in Montana geboren, was der alles gemacht hat, ne? Oder macht, er ist Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor, Schauspieler, Maler, Fotograf, Lithograf, Skulpturist, Möbeldesigner und Komponist. So steht es in seinem Wikipedia-Eintrag. Ein paar Themen werden wir vielleicht auch anreißen, was er zwischendurch mal gemacht hat, gerade in seiner etwas schwächeren Phase, wo er keine Kinofilme und Serien gemacht hat. Da hat er noch ein paar andere Sachen gemacht. Wir sprechen natürlich heute, wie vorhin schon angekündigt, über David Keith Lynch. Mhm. Ganz genau. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Kannst du dich erinnern, was das Erste war, was du von David Lynch gesehen hast? Und wenn ja, was? Und was hat das in dich ausgelöst? Oder erzähl mal. Das habe ich mich nämlich auch gefragt und habe realisiert, dass mir der Name David Lynch und seine ganze Aura viel länger bekannt waren als der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Mhm. Weil ich weiß noch, ich bin immer auch, also in meiner Kindheit mit meinem Vater zusammen viele Filme geschaut, und wir hatten dann diese Tradition, dass wir halt in die örtliche Videothek gegangen sind und uns dann Filme rausgeholt haben, ausgeliehen haben. Und da bin ich immer auch wieder so an dem Cover von Lost Highway eben vorbeigekommen. Ja? Mhm. Das war dann irgendwie immer wieder, Lost Highway, das ist was Besonderes, das ist dieser David Lynch, das ist auch irgendwie so ein besonderer Typ. Aber mein Vater hat jetzt keine besonders starke Affinität gehabt zu Lynchs Werk. So hat sich das dann in meiner Kindheit auch erstmal nicht ergeben, dass ich da mich mit David Lynch auseinandergesetzt habe. Und ich meine dann aber auch tatsächlich, dass ich dann irgendwann, als ich dann auch immer selbstständiger angefangen habe, Filme zu gucken, dann mal irgendwann dachte, okay, dieses Lost Highway, das muss es jetzt mal sein. Ich meine, Lost Highway wäre nämlich dann eben auch der erste Film gewesen, den ich gesehen habe. Twin Peaks war mir dann eher so über die popkulturellen Referenzen dann zu dem Zeitpunkt bekannt. Ja, Simpsons und Co., so, ja. Simpsons Gang, genau, ja. Genau, so Simpsons-Witze und so, wie sie sich da drohen lustig machen, lange bevor ich die Serie gesehen habe. Weil ich glaube, dass die auch generell in Deutschland nicht so abgegangen ist wie in Amerika. Was ich eben auch, ich war ein großer Fan von Akte X, und da war das wiederum so, dass ich immer gelesen habe, dass eine Serie wie Akte X eigentlich so diese Mystery-Sendungen gar nicht denkbar gewesen wären ohne diese Vorarbeit von Twin Peaks. Ja. Also das war dann auch sowas, was ich gehört habe, aber habe Twin Peaks dann auch erst viel später, in den 2000ern irgendwann, dann auch mal Interesse habe geguckt und dann auch sehr, sehr begeistert davon. Mhm. Ach so, okay, ich muss eine Sache noch sagen, ich muss einen Schritt zurückgehen. Es stimmt nicht, ich habe nicht Lost Highway zuerst gesehen. Ich habe Dune zuerst gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt war mir David Lynch und sein Werk und alles überhaupt kein Begriff, und ich habe das überhaupt nicht zuordnen können. Und ich habe das Der Wüstenplanet nicht als einen David Lynch-Film
an solchen Begriffen, sondern es war für mich eher so, ich mag Star Wars, ich mag Spaceballs, ich mag diese Science-Fiction-Filme und da gehört man so, ne, große Science-Fiction-Filme der 80er, da gehört dann eben auch Dune, der Wüstenplanet dazu, auch wenn es natürlich ein relativ kontrovers diskutierter Film gewesen ist, auch nicht besonders großen finanziellen Erfolg hatte, aber ich persönlich muss sagen, ich habe nie so ganz verstanden, warum die Leute so enttäuscht von diesem Film gewesen sind. Ich habe immer Spaß dran gehabt. Ja. Ich fand als Kind ihn relativ ekelhaft. Und das war halt eben das, was ich, also wodurch ich David Lynch identifizieren konnte. Wie dieser Baron Harkonnen, wo wir jetzt auch schon mittendrin sind in einem Film von ihm, ja, diese ekelhafte Hautkrankheit hatte, diese Space-Navigatoren, ja, die dann durch den Konsum der Spice-Droge über, also richtig physisch auch deformiert gewesen sind, bis hin zu solchen monströsen Gestalten. Also all diese Elemente, das fand ich halt damals, gerade im Vergleich dann zu Star Wars, wo wir ja auch Jabba den Hutten hatten, aber viel ekliger als das dann noch nicht geworden sind, oder dann auch so anderen, saubereren, in Anführungszeichen, Welten, fand ich das schon sehr krass ins Detail gehend eklig, so ein gewisses Anteasern von Body Horror im Schlussendlich eben auch. Und natürlich das sehr coole Design der Sandwürmer, so an sich. Aber das waren halt, wie gesagt, alle Sachen, die ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so explizit dann David Lynch zugeordnet habe. Und dann war Lost Highway dann der erste Film, der wirklich, wo ich sage, okay, ich gucke David Lynch um David Lynch willen und um seinen speziellen Stil. Wie war das bei dir? Ja, du hast es gerade quasi vorgenommen, denn das wäre mein erster Film gewesen. Sag mir nochmal, im Geburtsjahr bist du? 84. 84, ja guck, 2 Jahre. Ja. Ich bin 82. Ja. Und mein erster Kontakt war sicherlich Dune, aber auch ähnlich wie bei dir, wie du gerade sagtest, sicherlich noch nicht mit dem Verständnis, dass Dune ein Film von einem Herrn Lynch ist. Das war mir damals als Jugendlicher wahrscheinlich auch noch egal. Ich mochte damals die Spiele, die also es war 90er Jahre, da gab es ja das Dune-Videospiel von Westwood. So ein bisschen wie Command & Conquer gewesen. Ja, genau, total wie Command & Conquer. Im Grunde auch ein bisschen so der Vorgänger von Command & Conquer. War das gleiche Studio und die haben erst Dune rausgebracht, dann Command & Conquer und ich meine dann irgendwann nochmal Dune 2000 und dadurch kam ich überhaupt erst in diese Welt von Dune rein und da habe ich natürlich, wie ich gesehen habe, oh, da gibt es einen Film zu, habe ich den Film gesehen und da sind natürlich dann bei mir mehrere Sachen angesprochen worden. Einmal natürlich, dass Patrick Stewart mitgespielt hat, da sind wir wieder bei Picard. Ja. Der hat auch schon immer so ausgesehen, wie er aussieht, oder? Also ja, genau. Und ich hab damals auch schon die Serie, in Deutschland hieß das Zurück in die Vergangenheit, Quantum Leap, gesehen. Da war Dean Stockwell einer der Hauptdarsteller und auch der spielt ja in dem Film mit. Und was ich jetzt im Nachgang erst, das habe ich damals noch nicht festgestellt, da sind wir auch noch mal bei Star Wars. Max von Sydow spielt dort mit, der jetzt auch zuletzt im Mandalorian gespielt hat, bevor er jetzt leider vor kurzem verstorben ist. Und, mir Dune damals der erste Kontakt. Bewusst wahrgenommen habe ich dann, glaube ich, Lynch eher, dass ich mal auch in den 90ern schon, ich glaube auf ZDF oder Sat.1, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, sicherlich mal die ein oder andere Folge Twin Peaks gesehen habe. Damals wahrscheinlich tendenziell eher noch die erste Staffel. Und das sicherlich zum dem schon als Jugendlicher zum Teil ein bisschen skurril gefunden habe. Bin ich mir ziemlich sicher. So richtig am Stück durchgebinged habe ich es ähnlich wie du dann erst irgendwann, ich glaube Anfang 2000, weil auch, wie du gerade gesagt hast, in allen möglichen popkulturellen Referenzen wird immer wieder auf die Serie Twin Peaks hingewiesen und auch, was du sagtest mit Akte X, dass Twin Peaks so ein bisschen aber die Mutter der Mystery-Serien ist und auch Lost-bedingt damals und. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mir mal wirklich die 2 Staffeln Twin Peaks an und war da sogar. Ich glaube, das habe ich damals auch schon mal zu dir gesagt. Ich fand sogar die 2. Staffel ziemlich cool, weil es da deutlich abgespaced war. Dann plötzlich wurde die 1. Staffel war ja doch noch sehr, sehr geerdet. Und also deswegen, Twin Peaks war sicherlich so das erste Mal, dass ich den Namen Lynch da irgendwie reingebracht habe. Sicherlich habe ich Dune davor gesehen. Und ich glaube, so richtig gehuckt hat mich dann überraschenderweise, ja, obwohl, was heißt, das ist auch schon 2001, also es passt schon, Anfang der 2000er dann Mulholland Drive. Und ja, auf die Filme können wir ja gleich nochmal so ein bisschen eingehen. Vielleicht gehen wir sogar ein bisschen chronologisch durch. Weil ich glaube, bei dem einen oder anderen Film können wir ein bisschen mehr darüber erzählen. Wir wollen jetzt auch nicht die Filme einzeln interpretieren. Aber vielleicht so ein paar,
paar Sätze oder ein paar Informationen droppen zu den einzelnen Filmen, gerade vielleicht für unsere Zuhörer, die vielleicht den einen oder anderen Film dann gerne im Nachgang mal nachholen möchten. Und ich habe so richtig hier stehen, neben ein paar kleineren, ich glaube Kurzfilmen, die ich jetzt nicht gesehen habe, habe ich als erstes von 1977, also vor uns beiden, Eraserhead auf der Liste. Mhm. Ja, genau. Es ist gar nicht so lange her, dass ich das erste Mal gesehen habe. Also gut, na gut, mittlerweile auch wieder bestimmt schon 10 Jährchen, aber es fühlt sich irgendwie, also ist immer noch sehr präsent, die Erfahrung. Also es ist ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr faszinierender Film. Es ist ein Film, den ich immer auch meiner kleinen Schwester, die ich auch so immer, wo ich immer noch meinen Auftrag, bis heute meinen Auftrag drin sehe, sie so filmmäßig zu bilden, den ich immer androhe, dass wir ihn auf jeden Fall noch neben uns zusammen sehen müssen. Aber selbst ich tue mich schwer damit, ihn halt eben dieses zweite Mal zu sehen, weil ich finde, es ist ein sehr anstrengender Film. Im positiven Sinne, weil er halt sehr, die Atmosphäre ist sehr dicht, aber auch es ist eine sehr unangenehme Atmosphäre. Ja. Es spielt in einer dystopischen Welt, die geprägt ist von Industrieanlagen und Rauch und Dampf, und unser Charakter, unser Protagonist lebt in einem kleinen, beengten Apartment, irgendwie auch alles sehr ungemütlich. Und die Soundkulisse, das Sounddesign ist da extrem. Das tritt ja extrem hervor. David Lynch hat das auch selbst zusammen mit einem Kollegen gemacht und über ein Jahr, glaube ich, auch dran gesessen, nur alleine an diesem Sounddesign. Und das merkst du eben auch. Also das ist sehr viele Signature-Sounds, die man dann auch später in seinen Filmen dann immer wieder hört. Die wurden, finde ich, da in Eraserhead schon sehr früh auch eingeführt. Also dass man dieses unangenehmes, tiefes Dröhnen auch die ganze Zeit hört. Und generell, dass du halt wirklich ganz viel mit so metallischen, industriellen Sounds irgendwo auch arbeitest und damit halt ganz, ganz starke emotionale Effekte erzählst. Also das ist, finde ich, etwas, was sein ganzes Werk sehr charakteristisch durchzieht. Ja. Und was da in Eraserhead wirklich super dicht ist, also wie Sirup. Nein, es ist wie, als würdest du das dann in Sirupform aufnehmen. Ja, er ist komplett, auch vielleicht sollte man das noch erwähnen, für die, die ihn nicht gesehen haben, er ist auch in Schwarz-Weiß. Ja. Ich finde ja, der Hauptdarsteller ist so ein bisschen gefühlt, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ist das nicht Tim Robbins? Der junge Tim Robbins mit einer Hochsteckfrisur oder mit so einer hohen Haarfrisur. Nein, ist aber nicht. Ja, so ein bisschen, ich glaube, die Message ist, ich habe mal nachgelesen, das verarbeitet so ein bisschen die Angst vom Vaterwerden. Und ich glaube, David Lynch hat das selber auch gefilmt, wie er gerade selber Vater wieder geworden ist. Und das soll so ein bisschen die Angst des Vaterwerdens, auch gerade das Creepy Child, das Kind oder das Hähnchen, was zwischen den Beinen blutet und so. Da gibt es halt so viele Richtungen, wo du das in diese Richtung interpretieren kannst. Und Seine Tochter ist ja, Jennifer Lynch ist ja auch Regisseurin, und die hat auch selbst gesagt, dass sie, also ihre eigene Geburt und die Erfahrung, die er dann als junger Vater gehabt hat, als über ihre Kind, also über ihre jungen Jahre da wohl sehr prägend gewesen sind. Zu dem Zeitpunkt hat er eben auch, als sie geboren wurde, in Philadelphia gelebt, und Philadelphia muss wohl selbst halt eben auch als Kulisse, hat David Lynch auch dann gesagt, als einzelner Ort den stärksten einzelnen prägenden Eindruck auf ihn hinterlassen haben. Also ich meine, ich war in Philadelphia, keine Ahnung, aber scheinbar ist das, also hat sich da eben das auch so industriell, apokalyptisch irgendwo dargestellt. Also sie haben auch in einer schlechten Gegend gewohnt wohl, er mit der Mutter von Jennifer Lynch, als junge Familie in dem Haus, und da ist dann auch eingebrochen worden und so. Und also er hat da wohl eine sehr intensive, raue Version von Amerika da erlebt und das dann tatsächlich dann auch in Eraserhead verarbeitet. Der Hauptdarsteller übrigens, habe ich gerade heute erst realisiert, ist Jack Nance. Und Jack Nance ist auch ein Regular von David Lynch. Den kennt man aus Twin Peaks eben auch als diesen Angler, diesen älteren Herrn, der gerne angelt und irgendwie mit dieser Besitzerin von dem Holzwerk zusammenlebt, Das ist dieser Typ, ja. Stimmt. Ja. Jack Nance, ist mir heute dann erst bei der Recherche aufgefallen, und der hat dann auch gespielt in Blue Velvet in einer kleinen Rolle, hat gespielt in Wild at Heart in einer kleinen Nebenrolle. Dune auch. Dune auch, genau, als einer der Harkonnen. Assistent von Baron Harkonnen. Also auch so, und David Lynch arbeitet gerne mit immer wieder den gleichen Schauspielern zusammen. Und das merken wir gleich noch bei anderen, ja, auf jeden Fall. Ja. Ah, okay, guck mal, da habe ich auch was gelernt. Ja, ich hätte ihn, weil er da so jung aussah, den hätte ich jetzt niemals verbunden mit dem aus Twin Peaks, Danke für den Hinweis, genau. Sehr gut. Aber
auch bei Dune hat er noch nicht so seinen Signature-Look gehabt, aber dann, ich glaube, ab Blue Velvet ist er irgendwie immer konstant auch mit seinem weißen Schnauzer dann da konstant geblieben. Bis zuletzt. Sehr schön. Also vielleicht zusammenfassend, Eraserhead ist halt definitiv ein typischer Lynch und da merkst du halt auch viele Sachen, die er dort halt zum ersten Mal gemacht hat, dass er solche Sachen immer wieder dann auch nachher bringt. Ne? Also ja, ist ein interessantes Erstlingswerk, aber sicherlich auch nicht, also es ist jetzt nicht ein massenkompatibler Film von Lynch, den er danach doch noch gemacht hat. Nein, auf keinen Fall. Also ich kann auch keine eindeutige Empfehlung für jeden aussprechen. Also man muss wirklich einen ganz, ganz, ganz dicken Disclaimer vorne ranklatschen. Das ist halt ein anstrengender Film, ist ein spezieller Film, ist die Atmosphäre ein wirklich packt uns, aber halt auch so eine teilweise auch unangenehme Art packt. Und wenn man sich halt auf so ein Experiment einlassen möchte, dann ist das auf jeden Fall ein Erlebnis. So, ich sag mal, diesen Film zu gucken, das ist für dich schon als Erlebnis verbuchen. Ja. Und der war dann, also, und er hat ihm mal eben auch Tür und Tor geöffnet, schlussendlich nach Hollywood, weil dieser Film ist dann als Underground-Film dann auch zirkuliert, so als Midnight-Movie, und hat eben auch die Aufmerksamkeit von Assistenten von Mel Brooks auf sich gezogen. Ja? Und was ganz witzig ist, wenn man überlegt, Mel Brooks kennt man ja auch als ganz bekannten Satiriker, also Regisseur von Spaceballs und Mel Brooks folgte Weltgeschichte und so weiter und so fort. Aber der wollte halt in den späten 70ern, frühen 80ern eben auch mit seiner Produktionsfirma auch ernstere Stoffe machen. Und jedenfalls über hin und her hat Mel Brooks dann auch Eraserhead gesehen und fand den Film so klasse, dass er dann David Lynch dann auch gesagt hat, hier die Regie angeboten hat oder auch vor allem kreative Freiheit angeboten hat zu dem Film, zu seinem nächsten Film, zu The Elephant Man, der dann auch schon gleich sehr viel konventioneller geworden ist, auf der, ich sag mal, in formeller Hinsicht. Ja, sehr schöne Überleitung. Ich sehe gerade erst, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Stimmt, Produktion Mel Brooks. Da war ich ja nie drauf gekommen. Das ist auch so eine spannende Trivia. Also verbindest du überhaupt nicht, hat überhaupt nichts mit dem Werk, mit dem Kernwerk von Mel Brooks zu tun, sozusagen. Und genau, also eigentlich wollte der Assistent von Mel Brooks wollte ihn eigentlich einen Film namens Ronnie Rocket ermöglichen. Mhm. Ganz abgefahrener Film, wo so ein Zwerg die Hauptrolle gespielt hätte. Das ist dann nicht zustande gekommen und dann aber über hin und her sind sie dann an Mel Brooks geraten. Und eben an das Skript von The Elephant Man. Und das ist dann ein Film mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, einem jungen Anthony Hopkins, der sich nach der wahren Geschichte von einem, ich glaube, Joseph Merrick dreht, der eben damals im viktorianischen London als der Elefantenmensch bekannt gewesen ist. Also ein Mensch, der so einfach unter fürchterlichen Deformationen gelitten hat und der dann wirklich von einem Chirurgen dann wohl auch unter seine Fittiche genommen wurde und so ein bisschen in die Londoner High Society eingeführt wurde. Und das ist auch die Geschichte vom Film schlussendlich. Genau. Der Elefantenmensch selbst, der Hauptdarsteller, ist, also die Figur wird gespielt von John Hurt. Genau. Fantastisch gespielt, allerdings auch vollkommen unkenntlich. Also dieser John Hurt steckt unter so einer dicken Schicht von spektakulärem und auch wieder ein bisschen unansinnlichem, ekligen Make-up, dass man das gar nicht meinen mag, dass er das gewesen ist. Aber also ich finde auch sehr einfühlsam erzählt. Also dieser Elefantenmensch sieht halt grausig aus. Ja. Und insofern, das ist dann schon wieder sehr signifikant für David Lynch, der dann ja auch schon eine Faszination auch für diese körperlichen Deformationen eben hat. Aber in seinem Herzen ist er wirklich ein wunderbarer, lieber, warmherziger Mensch. Und es geht eben darum, dass er dann doch irgendwie nicht so, also er wird eingeführt von diesem Anthony Hopkins Charakter in die High Society von London, bekommt damit auch so ein bisschen Akzeptanz, aber bleibt natürlich bis zum Schluss auch einfach dann so dieses Kuriosum, dieser Freak und zerbricht auch schlussendlich dann doch an dieser Erkenntnis, dass er, glaube ich, da immer dieser Freak auch sein wird. Das ist ein schön erzählter, tragischer Film, auch in Schwarz-Weiß immer noch. Genau. Richtig. Der dann auch das viktorianische London auch ganz schön noch in schönen Bildern einfängt und auch da wieder so eine gewisse, also auch wieder, da hat auch David nämlich auch wieder sein Interesse so auch an diesem industriellen, also ne, gerade die industrielle Revolution ist am Abgehen, alles ist am Dampfen, ganz London ist im Nebel gehüllt und so weiter und so fort. Also das merkt man da merkt man dann schon auch David Lynch an, aber von der Narration her wirklich sehr, sehr klassische Charakterstudie, würde ich sagen. Genau, er war, ich glaube, 11 Oscar-Nominierungen hat der Film auch bekommen. Wow, das ist auch schon ordentlich. Das,
In 8 verschiedenen Kategorien, meine ich. Und ja, das Ende. Das Ende ist natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, speziell, tragisch. Ja. Genau, ich weiß nicht, wollen wir spoilern? Nee, wir lassen es. Genau, wir können es ja so weit belassen, wir kennen es ja beide. Ja. Und aber es ist halt fast schon typisch Lynch, ein bisschen das Ende. Gerade auch die letzte Einstellung. Ja, also an die erinnere ich mich explizit nicht mehr, aber ich weiß noch, dass es halt tragisch endet und also auch, glaube ich, so Mutter Weltall, ohne groß zu spoilern, vielleicht fällt sie dann wieder ein. Ja, so, ja. Ist egal. Ungefähr. Guckst du nochmal. Ich guck, das ist genau, ist ein guter, guter Kickstarter dafür. Aber finde ich für mich immer, das sind so Filme, die kann ich mir echt immer schwer angucken, weil da ist das Mitleid auch immer so hoch und dann sieht das auch wirklich so schlimm aus und weiß nicht. Es ist, ja, das ist wirklich wahr. Und ich glaube, ich bräuchte dann eben dann auch nochmal so einen Anlass. Und ich meine, wenn wir jetzt Eraserhead mit The Elephant Man vergleichen, also Eraserhead ist schon, schlägt nochmal immer wie eine Granate ein, ja. Also The Elephant Man ist ein schönes Porträt, tragisches Porträt, aber also, ja. Abgesehen davon, wenn ich jetzt nicht jemanden habe, dem ich es wirklich explizit zeigen möchte, muss ich schon in einer sehr speziellen Stimmung sein, um mir sowas anzugucken. Und das ist auch generell für David Lynch, finde ich, bezeichnend, dass seine Filme, auch wenn sie noch ein bisschen Mainstream-tauglicher sind, schon auch immer. Boah, ja, aber kein Feel-Good-Film dabei, wüsste ich jetzt nicht, wo ich sagen würde, guck dir den mal an. Ohne Witz, da kommen wir zu dem Film, den ich diese Woche noch mal zum ersten Mal gesehen habe, nämlich The Straight Story. Das ist, dieser Film fällt so raus. Wenn wir jetzt hier chronologisch vorarbeiten, dann kommen wir noch zu dem. Also da kommen wir noch zu, genau. Der geht ein bisschen raus aus der ganzen Show. Aber sonst von den anderen Sachen, ja, ist viel gut. Würde ich auch nicht sagen, ein Label, was man mit David Lynch nimmt. Gehen wir mal 4 Jahre weiter. 1984 sind 2 tolle Sachen passiert. Einmal wurde ein gewisser Daniel P. Schenk geboren und es kam endlich den Film, den wir gerade schon angeteasert haben, Dune, der Wüstenplanet, ins amerikanische Kino. So geht das Titelthema ungefähr. Ja, sehr gut, dass du das so sogar noch drauf hast. Und ich glaube, es ist der erste Film mit einem seiner Wegbegleiter, die wir dann in sehr vielen Filmen immer oder Serien auch wieder sehen, nämlich Kyle MacLachlan, oder? Ja. Wie spricht man es aus? Ich hätte es gesagt, MacLachlan. Ja, aber MacLachlan. Also, sagen wir mal Kyle MacLachlan. Wir sagen Kyle. Freundin nennen Kyle. Ja, genau, ja. Mammutprojekt, auch richtig lang, deutlich über 2 Stunden, mit Stars wie, okay, da war er wahrscheinlich noch kein so ein Riesenstar, Kyle MacLachlan. Patrick Stewart hatte ich gerade schon erwähnt. Also der Cast ist schon super. Und es ist eine Buchverfilmung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ne? Genau, von Frank Herbert. Es gibt Leute, gerade im Science-Fiction-Bereich, die sagen, der Wüstenplanet sei so ein bisschen der Herr der Ringe des Science-Fiction-Genres. Ja. Also es gibt auch mehrere Bücher dazu, die dann auch noch, keine Ahnung, noch viel weiter in die Zukunft reichen, als der Film erzählt und so dann und so fort. Aber ja, also es ist sehr, sehr episch angelegt. Und insofern war es natürlich auch wieder ein Beispiel für Blueprint for Unhappiness. Also von Anfang an zu sagen, so einen epischen Stoff zu nehmen und ihn in 2 Stunden packen zu wollen, das kann ja nicht funktionieren. Ja? Also so ein bisschen wie Peter Jackson ja auch sein Herr der Ringe schon von Anfang an dann mindestens als 2 Filme anlegen wollte und dann Gott sei Dank von New Line auch dann dazu überzeugt wurde, gleich zu 3 Filmen zu machen. Mhm. Gut, geht auch in die andere Richtung, wenn wir jetzt den Hobbit angucken, der hätte vielleicht ein bisschen, hätte es kürzer vielleicht auch getan, aber Dune ist eben auch so ein Beispiel für, es ist eigentlich eine sehr viel epischere Geschichte, als man wirklich in 2 Stunden packen kann und das habe ich eben auch schon gesagt, ich persönlich finde den Film wirklich sehr unterhaltsam, ich finde ihn sehr visuell sehr stark, auch die Geschichte nach wie vor auch funktionierend, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, es fühlt sich teilweise schon auch ein bisschen gerusht an, dass wir doch über einige Storypunkte zu schnell drüber galoppieren. Und es gibt dann auch gerade so gegen, ich weiß nicht, so Ende, 2. Akt, einen ziemlichen, so eine Montage, wo sie auch über Jahre einfach so hinweg galoppieren. Das ist natürlich dann, das spürt man dann schon auch. Und für David Lynch selbst war es wohl auch keine so angenehme Erfahrung. Also erstmal, weil er nicht das Recht am Final Cut hatte. Also er durfte nicht entscheiden, wie der Film schlussendlich wirklich später fertig aussieht.
Ja, und dann musste dann halt eben, wie das bei so großen Blockbuster-Produktionen ist, natürlich auch sehr, also für den kleinsten gemeinsamen Nenner schlussendlich produzieren und da auch viele Kompromisse eingehen. Und er hat auch da de facto danach nicht mehr so ein Riesenprojekt geleitet. Wobei er, okay, gut, das muss man relativieren, also er hat es auch angeboten bekommen, den Regie zu führen bei George Lucas Return of the Jedi. das wäre spannend gewesen. Das wäre spannend gewesen, gell? Aber das hat er abgelehnt, weil er gesagt hat, nee, er findet, das ist George Lucas' Vision und er will nicht seine Ideen da in diese Welt reinbringen. Okay. Gut, und hat sich dann für Dune entschieden, unter Dino De Laurentiis. Mit dem hat er dann, also in dessen Produktionsfirma ist auch so ein legendärer Filmproduzent. Und dann war er aber gleich in so einem Drei-Picture-Deal drinnen, von denen halt Dune der erste war. Und die zwei am nächsten waren dann eben auch, also der nächste war dann eben auch Blue Velvet, der dann zwei Jahre später auch unter De Laurentiis entstanden ist, wo wir noch nur mal kurz vorweggegriffen. Mhm. Und Dune ist eben dann leider auch an den Kinokassen gefloppt. Also ich glaube, er hat sein Produktionsbudget auch um Millionen Dollar verfehlt und nicht mehr eingespielt. Ja, und gut. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Neuverfilmung, die Serie, die irgendwann in den 2000er rauskam, dass die mich dann sonderlich vom Hocker gerissen hätte. Ich bin jetzt gespannt auf die komplette Neuverfilmung von Denis Villeneuve. Da ist er ja Denis. Denis, Entschuldigung. Natürlich, da weiß ich sogar mal den Namen. Nicht Denis Villeneuve. Aber da bin ich auch sehr gespannt. Ich halte sehr viel vom Villeneuve. Vielleicht war er ja auch drauf. Also er hat gezeigt, dass er Science-Fiction-Filme der 80er super remaken kann oder fortsetzen kann mit Blade Runner 2049. Und deswegen denke ich auch, ist er der richtige Mann. Bin ich mal gespannt, was er dann daraus zieht. Aber da muss ich ja sagen, da hat mir damals noch besser gefallen, die zwei Filme, die er vorgemacht hat. Nicht Sicario, den muss ich immer noch mal nachholen. Shame on me. Aber Prisoners, sehr, sehr zu empfehlen. Und halt auch Enemy, beides von 2013. Beides Filme, die man gesehen haben sollte. Arrival ist sowieso für mich eins der Highlights. Ich kriege da jedes Mal Pipi in den Augen, gerade gegen Ende hin. Ja. Der besten Science-Fiction-Film. Ja, Arrival ist super geil. Und was ich gelesen habe, vielleicht weißt du da auch was drüber als Fachmann in dem Bereich, der Ridley Scott sollte den Film eigentlich erst umsetzen und der ist dann bei Drehbeginn hat er die Grätsche gemacht oder ist ausgestiegen und dann hat David Lynch übernommen. Ist das richtig? So weiß ich das auch. Ich weiß, dass der Film generell ziemlich in der Development Hell festgesteckt hat. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich glaube, noch unter Ridley Scott sollte kein geringerer als H.R. Giger das Production Design für den Film machen. Ja? Das heißt, der Designer von Alien sollte dann da auch dem Wüstenplaneten seinen Look verpassen. Das Haus der Harkonnen hat er wohl gezeichnet. Genau. Also ich war auch im Giga-Museum oder mehrfach sogar im Giga-Museum in Gruyère in der Schweiz, wo man ja auch dann alle möglichen seine Arbeiten sehen kann. Ich finde auch einen tollen Künstler, sehr konsistent, kann man sagen. Und da sind auch, glaube ich, Skizzen ausgestellt von seiner Arbeit an Dune. Als aber dann David Lynch an Bord gekommen ist, das habe ich gerade heute nochmal gelesen, Giga hat dann später gesagt, dass Lynch ihm vorgeworfen hätte, dass er seine Ideen gestohlen habe, dass Giga seine Ideen gestohlen habe und dass Lynch deswegen kein Interesse gehabt hat an der Kollaboration. Keine Ahnung, was jetzt dahinter steckt. Aber jedenfalls hat sich dann Lynch gegen die Kollaboration mit Giga entschieden und dann auch, glaube ich, wieder auch sehr viel so von seiner eigenen Stilistik da dann auch in den Film reingebracht. Und man muss ja sagen, okay, wenigstens hat er ihn zu Ende gebracht. Also, wenn man halt David Lynch auch oft dann vorwirft, seine Filme sind kommerziell nicht so erfolgreich, er ist der, europäischste aller amerikanischen Regisseure und dies und das, ne, darf man trotzdem nie vergessen, dass er schon auch ein sehr professioneller Arbeiter gewesen ist. Ne? Also, er hat den Job schon auch gemacht, auch immer wieder und dann auch abgeliefert. Ja. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, also ich finde, dass Dune unfair in der Geschichte einen unfairen Platz bekommen hat, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte das vielleicht auch gerade jetzt, wo der neue Film in der Mache ist, noch nachdenken und dann selbst entscheiden. Auf jeden Fall. Vielleicht bevor wir zum nächsten Film gehen, kleiner Fun-Fact nebenbei, weil mich das doch mal interessiert hat, was dieses Ronnie Rocket ist, was du meintest. Dort war übrigens als Hauptdarsteller angedacht Michael J. Anderson, den wir dann auch als kleinen, wüchsigen aus Twin Peaks zum Beispiel kennen.
Ganz genau, ja, richtig. Sehr, da hat er nämlich erst kennengelernt, ja. Also die Story ist total abgedreht. Also ich weiß nicht, hast du gerade diesen One-Liner da auch vor dir, womit der dann angeteasert wird? Also das ist eine Geschichte über ein it's a story about a 3-foot-tall man with electricity oder irgendwie sowas. Also dieser Charakter kann sich wohl, indem er auf einem Bein steht, in eine zweidimensionelle Welt versetzen und muss sich aber dann irgendwie alle paar Stunden mit Elektrizität aufladen, was ihm diverse Superkräfte verleiht. Also irgendwie sowas. Total abgefahren. Kann man verstehen, dass sich da dann kein Finanzier für gefunden hat. Der gesagt hätte, ja cool, ich glaube, das ist ein Konzept, das trägt, aber ja. Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr David Lynchig. So. Ja, auf jeden Fall. Okay, das wollte ich nur mal kurz einwerfen, weil ich das wieder durch Zufall hier gerade gesehen habe und fand ich einen schönen Zufall, dass da der Schauspieler theoretisch als Hauptdarsteller fungiert hätte. Kommen wir zum nächsten Film, auch von wie ist der gute Mann, sagtest du gerade noch? Mit so drei Filme, die. Dino De Laurentiis. Ja, genau. Laurentiis. Und wir reden über Blue Velvet, der 1986 dann in die Kinos kam. Welche Überraschung, der Hauptdarsteller, unser Kyle wieder. Genau. Auch da und Dean Stockwell sehe ich gerade, der ist auch wieder mit dabei. Und Jack Nance und witzigerweise Brad Dourif, den kennt man vielleicht als Grimmer Schlangenzunge aus Herr der Ringe später. Ja. Der hat schon sehr früh diese Weirdo-Rollen gespielt. Also auch da spielt er natürlich so ein kleines Gangmitglied in der Entourage von Dennis Hopper, der eine sehr geile Rolle hat in dem Film. Also ja, Dennis Hopper. Eine der coolsten Rollen. Also als so ziemlich psychopathischer, aufbrausender Gangster-Boss, der aber auch gleichzeitig einen ziemlich abgefahrenen sexuellen Fetisch hat. Und es ist eigentlich so eine, also Blue Velvet ist so eine Neo-Film-Noir-Mystery-Geschichte, wo halt ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener, gespielt von Kyle MacLachlan, halt so einen Gangster-Plot oder Krimi-Plot eben auf die Spur kommt. Also er findet eines Tages einfach ein abgeschnittenes Ohr da in der Wiese und wird dann neugierig, liefert das bei der Polizei ab, aber die kann ihm nicht weiterhelfen. Und er wird dann neugierig und fängt dann an, selbst so ein bisschen nachzuforschen, wo das... Und wird dann so schrittweise da an diesen Dennis Hopper Charakter rangeführt, der wohl damit was zu tun hat, und kommt dann darüber hinaus auch mit einer mysteriösen Sängerin in Kontakt, was ja auch so ein typisches Film-Noir-Motiv ist, gespielt von Isabella Rossellini, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch die Lebensgefährtin war von David Lynch. Und Laura Dern übrigens, ne, müssen wir auch nochmal sagen, also Laura Dern spielt dann die Schulfreundin sozusagen von Kyle MacLachlan, mit der sich auch was anbahnt. Und die hat da eine Blutjung gespielt. Also ihre Rolle ist ich weiß gar nicht wie alt, also geht noch zur Schule. Und die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt wohl auch höchstens Anfang 20, ja, vielleicht sogar noch jünger. Und also es ist ein sehr cooles Ensemble, ne? Also wenn wir das mal zusammenfassen können, Laura Dern, Kyle MacLachlan, Dean Stockwell in der kleinen Rolle, Dennis Hopper, Brad Dourif in der kleinen Rolle. Ich überlege gerade, ob ich, nee, gut, diese andere Schauspielerin, die war noch nicht dabei, aber also schon damals ein sehr bekanntes Ensemble mit vielen Leuten, mit denen er auch immer wieder gedreht hat. Und was ich an Blue Velvet, ich finde Blue Velvet und Wild at Heart kann man so ein bisschen zusammennehmen, weil das halt beides Filme sind. Ich würde sagen, so aus der Mittelphase, die schon noch konventionell sind, also auch die wo die Narration konventionell ist, das heißt, es ist eine ganz klassische Story und mit Anfang, Mittelteil, Ende sozusagen, aber trotzdem schon viele surreale Elemente hat. Also was man vor allen Dingen merkt, finde ich, an den Verhaltensweisen von den Charakteren, die teilweise ziemlich bizarr sind. Es gibt etwas, was sich mir sehr ins Gedächtnis gebrannt hat bei Blue Velvet. Gegen Ende, da kommt keine Glechner rein in eine Wohnung und da steht einfach ein Typ. Er steht da, aber blutet vom Kopf. Er ist wie tot, aber er steht noch da. Also er ist nicht richtig tot, aber scheinbar irgendwie hat er eine Kopfverletzung, die ihn wie paralysiert. Und neben ihm sitzt er auf dem Stuhl eine erschossene Person. Also ein total bizarres Bild, schlussendlich mit dem rauschenden Fernseher noch dabei. Also so Einzelbilder, die sich dann sehr stark einbrennen. Und eine Sache, an die ich mich auch noch lange danach erinnert habe bei Blue Velvet, ist gleich der Anfang, beginnt auch mit dem namensgebenden Song Blue Velvet. Ähm, wo, äh,
wir erstmal so eine typische 50er Jahre amerikanische Kleinstadt-Idylle sehen, ne, so schön Blick über so weiße Holzzäune, und dann sehen wir halt eben dann Mann dann Rasen sprenkeln mit seiner mit einem Wasserschlauch, und der kriegt plötzlich mal einen Herzinfarkt, fällt zu Boden, und dann geht die Kamera runter, überblendet, und geht ins Gras rein und ist plötzlich so auf der Makroebene, geht durchs Gras durch, und wir hören so ein ganz unangenehmes Geräusch und stellen fest, dass dieses Geräusch halt kommt von jetzt durch diese Makroaufnahme riesigen Mistkäfern, die dann da in diesem Gras übereinander herfallen, was ein total komisches Gefühl gibt, ja, von dieser Kleinstadt-Idylle und der Blue Velvet-Musik dann plötzlich rein in so ein dunkles Insektengrasreich rein, ja, so, und das wie in einer Sequenz. Also das hat sich mir noch sehr lange später dann ins Gedächtnis gebrannt. Aber das sind dann so Einzelmomente, die dann so herausstechen, und im Großen und Ganzen ist es immer noch, finde ich, ein recht konventioneller Film, den man auch gucken kann, habe ich gerade gestern gesehen. Total, noch wirklich sehr linear. Er war wohl damals wegen den Sexritualen oder wegen der sexuellen Darstellung schon so ein bisschen auch in der Diskussion, oder dass da Gruppierungen sagten, boah, der muss verboten werden. Man weiß ja, wie es in den Staaten ist, ne? Sehr prüde. Mir fiel gerade noch ein, ich wollte gerade nicht dazwischengrätschen, Brad Dourif, den du mit Herr der Ringe ja in Verbindung gebracht hast, Grima Schlangenzunge, den kannte ich sogar schon ein bisschen davor. Kleiner Fun-Fact, der hat bei Star Trek Voyager in 3 Folgen mitgespielt. Einen, ich weiß gar nicht, ob es Fähnrich war, oder auf jeden Fall ein Offizier, Suda. Und allein da hat er mir so eine Angst immer gemacht, weil das war einer, der hat einen Mord begangen, und bei der Voyager hatte man das Problem, was soll man mit einem Mörder machen? Man kann ihn ja jetzt nicht für 70 Jahre in die Zelle stecken, weil die Voyager ja noch einen langen Flug nach Hause hat. Was macht man? Todesstrafe, einsperren oder aussetzen. Also da gab es einen sehr spannenden Diskussion auch über Todesstrafe oder solche Geschichten. Okay. Und da war er halt der Mörder oder der Hauptdarsteller in dem Bereich, der Agent, ich sag schon Agent, der Fähnrich oder Offizier Suda. Nur kleiner Fun Fact. Und da ist er mir damals zum ersten Mal aufgefallen, und danach dann erst in anderen Produktionen, wie natürlich Herr der Ringe oder auch bei David Lynch. Mir ist er total im Gedächtnis geblieben in seiner Rolle als abgefahrener Wissenschaftler in Alien 4 von Jean-Pierre Jeunet. Da ist er nämlich einer von... Stimmt. Da ist er total fasziniert von diesen Aliens, und das fand ich schon damals so eklig. Ja, so alle haben irgendwie Angst vor diesen Aliens oder wie auch immer, aber er hat irgendwie so eine ganz bizarre Faszination gehabt von diesen Aliens. Ah, sie sind wunderschön. Und wird dann auch zum Schluss schön weggesnackt dann von dem neuen Ober-Alien. so richtig schön in den Kopf reingepissen. Also das war auch so eine Rolle, die hat ihm gern total auf den Leib geschneidert war, ja, so irgendwie abgefahren. Ja. Achso, und in Wüstenplanet hat er halt auch gespielt, ne? In der Wüstenplanet ist er eben auch der die rechte Hand vom Baron Harkonnen. Und ich weiß noch, dass, also ich habe das erst später, diese Zuordnung gemacht, aber ich schon damals, als ich den Film damals gesehen habe, fand ich schon den Typen so eklig, und da hatte er irgendwie mal so auch sein Mund war dann so rot, auch von der Einnahme dieser Droge her. Und so, er sagt auch so ein ekliger Typ, und hat er sich auch früh gefunden, oder hat er seine Rolle früh gefunden? Absolut, egal was er spielt, das spielt er super. Und ich finde, der fällt dann halt immer wieder in solchen Rollen auf. Gut, dass du den Alien-Hinweis gebracht hast. Jetzt, wo du es gesagt hattest, ja, da ist er mir damals halt natürlich auch dann aufgefallen. Richtig, ja, schön. Schön ist relativ, aber ja, cool, dass wir beide den Herrn Dourif, der ja vielleicht nicht unbedingt der bekannteste Schauspieler unter der Sonne ist, beide aber so wahrgenommen haben in den Rollen. Ja, schön. Blue Velvet, wie gesagt, auch die Musik am Anfang und so, es ist ein schöner, linearer Film, den man sich wirklich, das wäre noch ein Film, da würde ich sagen, ja, den kann ich mir auch zum Beispiel mit meiner Frau angucken, da kommen gleich noch andere Filme, da würde ich sagen, eher nicht. Das stimmt, also ich meine, mittlerweile ist man, also was in den 80er Jahren wirklich ist anstößig und krass war, das ist halt heute auch nicht mehr, ne? nicht mehr ganz so anstößig. Und ich meine, es gibt also auch diese eine Szene, es gibt schon so eine sexuelle Szene dann, wo Dennis Hopper da seinen Fetisch auslebt, ist schon abgefahren, aber eher, weil die Performance, finde ich, sehr krass ist von ihm, und die Idee auch, dieses Fetisch ist sehr, sehr abgefahren ist. Weniger jetzt, weil es so explizit und ordinär und eklig wäre, ja, also, sondern wirklich mehr, weil es wirklich sehr, sehr, immer noch sehr intensiv ist, würde ich sagen, bis heute.
Und also von diesem Charakterspiel her, also wie gesagt, so einzelne Szenen finde ich stechen auch nochmal sehr heraus, aus einem doch sonst sehr handelsüblichen Plot insgesamt, mit dann auch einem schönen, soliden Happy End. Also wer David Lynch vor allen Dingen so wegen den abgefahrenen Dingen kennt, der wird dann bei Bluebell überrascht sein, wie konventionell er dann auch konnte, schlussendlich. Genau. Gehen wir in die 90er. Jetzt kommen wir zu einem Film, den ich nicht gesehen habe, den ich leider auch nicht mehr nachholen konnte. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, einen Trailer nochmal angeschaut. Da kannst du mir vielleicht auch gleich sagen, ob das Sinn macht oder ob du mir empfehlen würdest, den nochmal zu sehen. Mhm. Was ich ganz spannend finde, bevor du ein bisschen was über den Film sagst, Nicolas Cage in der Hauptrolle, auch wieder Laura Dern und Willem Dafoe spielt mit. Ja. Das ist mir jetzt so auf den ersten Blick halt aufgefallen. Und ja, was weißt du über den Film? Ist das noch linear erzählt oder ist das schon typischer Lynch-Film? Also deswegen, wie gesagt, irgendwie unter meinem Radar hergelaufen. Ich würde Blue Velvet und Wild at Heart so ziemlich in einen Hut stecken. Also beide Filme haben surreale Elemente, aber insgesamt doch noch einen relativ linearen Plot. Wild at Heart traut sich an einigen Stellen schon mehr raus, wird schon Lynch-esker sozusagen als noch Blue Velvet. Aber auch die Elemente, die dann da sind, also es gibt dann so zwischendurch so ganz kurze Traumsequenzen und auch was Lynch dann auch gerne gemacht hat, ist so einige Referenzen auf den Zauberer von Oz zu bringen, und einige von diesen Referenzen sind dann auch so ein bisschen Fantasy-mäßig wie reingewurschtelt, aber das ist alles immer noch auf einem Level, wie man es auch von anderen Stellen kennt. Ja, man könnte das immer noch als magischen Realismus bezeichnen, also dass man dem einfach in einen klassischen konventionellen Plot immer so zwischendurch hier so ein Element reinbringt und also ein zauberhaftes Element reinbringt und mal hier. Ich hab ihn auch ganz diese Woche wieder gesehen zur Auffrischung. Und es ist sicherlich nicht mein Lieblingsfilm von Lynch. Es ist ein Road-Movie schlussendlich. Nicolas Cage spielt einen sehr exaltierten Charakter, aber eigentlich ist es eine ziemlich Nicolas Cage-ige Rolle, würde ich sagen. Aber man darf halt nicht vergessen, je nachdem, welcher Zuhörer ihr gerade einschaltet, dass Nicolas Cage hatte halt auch mal eine Phase in seinem Leben, wo er ein respektierter, guter Schauspieler gewesen ist, ja. Also mittlerweile hat er ja halt so sein Fett weg, so als, ne, als das Internet-Meme schlechthin, aber so in den 80ern, 90ern war er halt ein sehr ernster Method-Actor, und da hat man halt eben, also ihm da jetzt also auch seinen ganzen, wenn er mal sehr übertrieben da aus sich rausgegangen ist, hat man das dann noch einfach intensiv gespielt und jetzt nicht affig. Und insofern also passt diese Rolle wirklich gut rein. Was ich dann überraschend festgestellt habe, ist, er ist ein sehr guter Sänger, denn er singt zwei Elvis Presley-Songs und macht das ziemlich gut. Ich habe dann auch nachgelesen, das ist wirklich seine eigene Stimme, die wir da hören. Interessant. War der mit der Ex-Frau oder mit der Tochter von Elvis Presley liiert? Das ist eine gute Frage. Also es könnte sein, dass er auch irgendwie auch so welche wichtige Memorabilia oder sowas hat. Wobei ich weil nicht ganz weiß, ob ich das mit Michael Jackson verwechsle. Weil der hat ja dann auch mit der Tochter von der Priscilla Presley. Also, keine Ahnung, kriege ich das nicht zusammen, aber jedenfalls hat er das wirklich toll performt. Hat eine sehr charakteristische, also für seine Rolle charakteristische Schlangenhaut-Lederjacke an. Und der sagt mehrmals im Film, das ist ein Ausdruck seiner persönlichen Freiheit und Individualität. Das ist dann so wie in-your-face-mäßig gemacht. Und es ist halt ein Rockmovie. Er nimmt dann diese blutjunge Laura Dern mehr oder weniger so mit und will dann einfach so ein besseres Leben, halb bei einer Fahrt halb durch Amerika. Und die böse Mutter von Laura Dern, die will es den beiden nicht gönnen, und die setzt dann auch der Killer auf die beiden an. Und Willem Dafoe ist dann auch in diesem Zuge, gerät dann auch in die Rolle. Und Willem Dafoe spielt auch einen schön angenehm ekligen Typen. Ich weiß nicht, was wir mit seinen Zähnen gemacht haben, aber es sieht so aus, als hätte er wie so weggefaulte Zähne und ganz viel Zahnfleisch. Und er grinst auch ständig. Das heißt, wir sehen auch ständig diese ekligen Zähne von ihm. Und ist auch generell so ein ekliger Typ. Finde ich in einer sehr, sehr coolen Nebenrolle schlussendlich zu sehen ist. Blutig, in einigen Szenen, und ja,
wild abgefahren und relativ viel Sex, würde ich sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Also die beiden, Nicolas Cage und Laura Dern, die können da nicht von sich lassen, sozusagen, auf des Films. Das ist ein sehr sexuell aufgeladener Film, würde ich sagen. Ja. Okay, count me in. Aber dieses Pärchen ist halt einfach, ist sich gegenseitig mit Haut und Haaren verfallen. Ist eine Verfilmung von einem Roman gleichen Namens, von einem Brad irgendwas. Siehst du das? Brad Gifford, Entschuldigung, Barry Gifford. So, von Barry Gifford. Und David Lynchs Version von dem Buch weicht relativ stark ab vom Buch, aber Barry Gifford war ziemlich cool mit und da ist auch wohl eine Freundschaft auch daraus entstanden und der hat mich auch später an Lost Highway mitgeschrieben, am Drehbuch davon mitgeschrieben. Das heißt also auch die Tatsache, dass der Film so anders ist als das Buch, hat den Autor nicht sonderlich gestört. Und ich glaube, damit hat er auch mit Wild at Heart hat er auch sein Palme d'Or in Cannes gewonnen. Also das war dann durchaus ein Film, der dann zwar auch kontrovers aufgenommen wurde, aber ihm schon auch so einige kritische Akkuladen eingebracht hat. Okay. Ja. Also, ja, dann gucke ich ihn mir doch nochmal an. Also, mein Partner ist so ein bisschen verwachsen, aber ich sag's mal so, wenn du dich zwischen The Straight Story und Wild at Heart entscheiden müsstest, auf jeden Fall Wild at Heart. Okay, also das ist ein Argument. Es ist auf jeden Fall, du spürst Lynch total raus. Ich finde, Nicolas Cage hat eine gute Rolle. Es sind auch hier wieder gute, starke Szenen drin. Also wenn du was mit Blue Velvet anfangen konntest und wenn du was mit der konventionelleren Version von David Lynch anfangen kannst, dann ist das auf jeden Fall ein Film für dich. Ja. Okay, cool. Ich will nochmal eben kurz unser Presley-Thema kurz aufstricken. Ich habe es mir gerade nochmal angeschaut hier. Also, Elvis Presley und Schauspielerin Priscilla Presley, die man auch aus der Nackten Kanone erkennt, die beiden haben eine Tochter, das einzige Kind, und die heißt Lisa Marie Presley. Presley, die hat ein schlimmes Leben hinter sich, muss man ja gestehen. Sie war Mitglied Scientology, weil ihr erster Ehemann Danny Keough auch Scientologe war, von 88 bis 94. Mit ihm hatte Presley zwei Kinder, genau, okay. Zwei Wochen nach der Scheidung heiratete sie den Popsänger Michael Jackson, das ist das, was du gerade meintest. Die Ehe hielte bis 96, also auch 2 Jahre. Und jetzt kommt's, ihr dritter Ehemann wurde 2002 der Schauspieler Nicolas Cage, von dem sie nach 3 Monaten sich scheiden lassen hat. Okay, 3 Monate. Ja. Und am 22. Januar 2006 heiratete sie den Musiker und Produzenten Michael Lockwood. Mit ihm hat sie ebenfalls 2 Kinder. 2016 reichte das Paar die Scheidung ein. Okay, aber da hat es recht lange, 10 Jahre ausgehalten. Ich würde sagen, im Vergleich zu den vorherigen Unternehmen. Ja. 3 Monate Nicolas Cage muss wohl reichen, ja. Ich bin Kester Troy. Das ist ein Charakter für sich. Ich sagte, wir müssen mal irgendwann nur einen Nicolas Cage-Podcast machen. Also, ich hatte nämlich vor kurzem noch einen Film mit ihm gesehen, Die Farbe aus dem All, The Color of Outer Space. Auch so ein abgefahrener Film, über den ich auch x erzählen könnte. Aber gut, das ist ein eigenes Thema für sich. Ist jedenfalls, jedenfalls Nicolas Cage, also der hat dann nicht mehr zu den Regulars von Lynch gehört. Nee, also, genau. Der hat dann da bei Wild at Heart noch kurz reingeschaut und eine gute Rolle abgeliefert, aber da ist dann wohl keine langfristige Liebe draus entstanden zwischen den beiden. Genau, und wir sind Anfang der 90er, da kam dann auch parallel die erste Staffel oder generell die Serie Twin Peaks in die Fernseher in dem Falle. Die Waffe war sicherlich, also fand ich jedenfalls, sicherlich einer der Höhepunkte und die, womit er wahrscheinlich auch am meisten verbunden wird. 2 Staffeln, dann waren 92 kam der Kinofilm, der auch als Kinofilm hier gelistet wird, raus, der aber bei Kritikern extrem und auch an den Kassen ein Totalausfall war. Ich fand den Film, ich war damals schon nicht Fan von Prequels und das war auch für mich dann das Thema, warum der Film Twin Peaks, der Film bei mir nicht wirklich zünden konnte. Fire Walk With Me, genau, das war der Untertitel. Ja. Da gehen wir beide d'accord, das sehe ich ganz genauso. Und ich muss gestehen, ich habe es zweimal versucht und ich könnte dir die Geschichte von diesem Film nicht mehr aufdröseln. Also ich weiß, beim ersten Mal bin ich wie weggedämmert oder was. Also beim zweiten Mal weiß ich nicht, ob ich bewusst
irgendwann ausgemacht habe. Also ich weiß, ich habe den Film für ziemlich unschaubar gehalten, weil er dann irgendwie, ich weiß auch nicht, zu langatmig an einigen Szenen war. Dann war es ein bisschen frustrierend, weil ich glaube auch Cooper hat nur eine ganz kurze, also die Kyle MacLachlans Hauptfigur aus Twin Peaks, der Serie, hat dann nur ein ganz kurzes Stell dich ein. Ein paar Kernfiguren, ein paar Kernschauspieler haben auch nicht mehr ihre Rollen wiederholt für den Film, sondern mussten dann noch ersetzt werden oder wurden einfach ganz rausgelassen. Also ja, ich finde insgesamt kann man Twin Peaks den Film ganz gut so außer Acht lassen. Tut auch nichts, also die Serie bleibt genauso gut, wie sie ist, auch ohne den Film. Also die kann man wunderbar auch separat davon betrachten. Und grundsätzlich, also das muss ich ganz, weil sich das anbietet, sagen, was mir auch nochmal aufgefallen ist, als ich Stray Story gesehen habe vor ein paar Tagen, dass David Lynch ist derjenige Regisseur, dem ich es am allerwenigsten übel nehme, wenn mir ein Film von ihm nicht gefällt. Das ist eine ganz faszinierende Beobachtung, weil, wie soll ich sagen, es gibt ein paar Regisseure, die ich sehr hoch schätze und da freue ich mich dann, wenn ich ihre Filme sehe und dann bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn dann irgendwie der Film nicht meinen Erwartungen entspricht oder was auch immer und sage, ach, das hättest du sogar besser gekonnt oder was auch immer. Und bei Lynch ist das wie nicht der Fall. Also ich gucke mir was an und ich sage mir, nee, es hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, aber ich respektiere dich auch genauso sehr wie vorher. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie was von deinem Gesamtwerk weggenommen hätte oder was auch immer, sondern ich finde es toll, dass du es probiert hast oder dass du mutig warst oder dass du auch nochmal was komplett anderes auch gemacht hast. Also ich schätze ihn halt eben als diesen Universalkünstler, wie wir ihn ja auch hier eingeführt haben im Podcast, mit all den verschiedenen Dingen, die er tut, schätze ich ihn wirklich sehr. Und ich nehme es mal, wie gesagt, überhaupt nicht übel. Das ist dann einfach so, der Film, nee, geht gar nicht, sorry, kann ich nicht gucken, aber finde ich dann im Gesamtwerk trotzdem gut, dass er ihn gemacht hat oder dass er einfach da zu sich gestanden hat und so authentisch gewesen ist, ja. Zumal du ja auch hier siehst, dass er teilweise ellenlange Pausen zwischen Filmen hat, ja. Und man auch sagt, naja, gut, also ihm geht es jetzt nicht darum, einfach irgendwie ständig irgendwas zu machen für die Kohle oder für die Aufmerksamkeit oder für irgendwas, sondern es muss man halt packen, er muss richtig Bock drauf haben, dann können auch gerne mal 5 Jahre vergehen, können gerne auch mal, ja, so sicher, ne? Und gerne 5 Jahre zwischen Filmen vergehen, eher sich dann wieder für ein nächstes Projekt hergibt und ja, du kannst davon ausgehen, dass er dann einfach Bock drauf hat, gerade dieses Ding zu machen und ja, gönne ich ihm dann. Also was mir gerade bei einem Rewatch extrem aufgefallen ist, wie viele Gaststars doch da mitgespielt haben, ne? Ob es ein David Duchovny ist, da sind wir wieder bei Acting Referenz. Mit einer sehr speziellen Rolle. Sehr geilen Rolle als der undercover ermittelnde Transvestiten FBI-Agent. Ne? Klasse. Bevor er bekannt war, muss man sagen. Ne? Also total, ja. Ja, das ist witzig, ja. Und da muss man ja auch zu sagen, und vor allem er selbst, ne, der in allen Staffeln David und David Lynch selbst, der ja auch als Schauspieler arbeitet und dort halt hier als, der FBI-Chef, ne, der FBI-Chef. Genau, also Vorgesetzter jedenfalls, ja. Ich kann ihn schwerhörig und das hat das auch wirklich bis zur Schmerzgrenze ausgespielt, diese Marotte. Weil er da wirklich ständig, also man dann teilweise 3, 4, 5 Mal wiederholen muss, was man sagt, weil er immer sein Hörgerät nicht laut genug gestellt hatte. Also es war dann wirklich so eine sehr stark ausgeprägte Marotze, aber so dann ein cooler Typ, der dann irgendwie ja doch auch dann schlussendlich da kann, also die Figur unseres Protagonisten noch immer schützt oder unterstützt, wo es nur geht. Ja. Und ich weiß gar nicht, was man da noch so an bekannten Gesichtern dann da gehabt hat. Aber jedenfalls ich weiß auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er nur im Film mit Kiefer Sutherland war, auch mal mit dabei, aber sicherlich noch ein paar mehr, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen, aber... Ja, und also auch die Regulars sind halt eben auch dann Gesichter, die man auch immer wieder auch, später ne? oder vorher, ja, genau, dann wir gesehen, genau, Laura Dern noch in der dritten Staffel als Diane wiederkehrend und dann eben auch wieder Jack Nance, ne, der Hauptdarsteller aus Eraserheads, hat dann da auch eine schöne tragende Nebenrolle oder auf jeden Fall gehört fest zum Ensemble. Dann auch die Schauspieler, die dann auch später, also die auch immer sowas Hexenhaftes hat, die hat einen Namen, den ich jetzt gerade nicht aussprechen kann, aber wie hieß die? Gab, irgendwas mit G-A-D, irgendwie. Die hat jedenfalls da die Mutter gespielt von Laura Palmer und spielt dann auch später in den Film, ist sie auch mal immer wieder zu sehen bei David Lynch. Ja. Und dann halt die Laura Palmer selbst, die, also witzigerweise, die Schauspielerin hatte dann ja
erstmal nur die Aufgabe, eine Leiche zu sein, sozusagen. Trotzdem kennt man sie total gut, weil man das Gesicht so stark, das Bild von ihr so stark auch mit der Serie verbindet, von der Laura Palmer, weil in Twin Peaks, ne, um das mal kurz zu sagen, geht es halt um einen mysteriösen Mord in der gleichnamigen Kleinstadt Twin Peaks. Und ich weiß nicht warum, aber das FBI muss dann auch dazu geschaltet werden, in Form von diesem jungen, idealistischen, immer positiv eingestellten Agent Cooper, gespielt von Kyle MacLachlan, der dann da in diese Kleinstadt kommt und sich irgendwie auch Hals über Kopf in dieses Kleinstadtleben verliebt, in den wunderbaren, leckeren Kaffee verliebt, den es da gibt, in den wunderbaren, leckeren Kirschkuchen, den es dann auch in diesem Diner da gibt, ja. Das ist dann wohl auch, dieses Diner gab es wohl auch wirklich, und das ist dann auch dann danach, also hat die dann irgendwie ständig ausverkauften Kirschkuchen, kann man sich ja vorstellen. Das ist dann war dann auch, glaube ich, einen sehr positiven wirtschaftlichen Faktor gehabt. Ja, und die Serie ist so ein bisschen zweigeteilt. Sie geht halt die Ermittlungen bis zum Aufklärung dieses mysteriösen Mordes. Und ursprünglich wollten sie eigentlich den Mörder auch nie enthüllen von Laura Palmer. Richtig. Haben dann aber Druck gemacht bekommen vom Netzwerk, weil das Netzwerk dachte, naja, wir wollen das Ding jetzt zum Ende bringen und so, und das schulden wir den Zuschauern. Und das haben sie dann auch gemacht. Und danach gab es dann eben nochmal eine Phase, wo sie nochmal x Folgen darüber hinaus produziert haben, wo der Protagonist trotzdem noch in der Stadt bleibt und dann noch weiter wegen anderen Sachen dann da ermittelt. Genau. Ja, und ich fand halt, wenn man es vielleicht mal so zusammenfassen will, die drei Staffeln, die erste Staffel war extrem noch geerdet und massentauglich, denn nicht mal. Die zweite Staffel wurde schon deutlich lynchiger, mystery-mäßiger, aber immer noch im, ich sag mal, kleineren Level, ohne es zu übertreiben. Und Staffel 3 hat dann den Vogel abgeschossen. Das war dann Lynch pur. Ja, und absolut, ich glaube, das war auch nur für Fans, wenn dir das jemand vorsetzt, der vielleicht vorher noch nicht so einen Twin Peaks gesehen hat. No way. Ja. Total. Also es ist ganz genau, also du merkst diese Entwicklung, die er dann auch als Künstler, als Filmkünstler durchgemacht hat oder auch einfach den Mut, den er dann irgendwann gehabt hat, es sich leisten zu können bei der dritten Staffel. Also das ist dann wirklich, die dritte Staffel ist viel näher dran an einem Lost Highway, an einem Mulholland Drive und mitunter sogar an einem Inland Empire, als es noch eigentlich dann an seinen älteren, konventionelleren Arbeiten ist. Ja. Und ich hab sie sehr genossen, die dritte Staffel, um ihrer selbst willen. Ich fand es sehr, hat einen großen Spaß gemacht. Auch, also viele Atombombe, Sachen, ne? Oh Gott, ja, die hat also sehr, sehr krasse, doch lang ausgewalzte Einzelepisoden. Und du hast dich halt dann wirklich dann teilweise auch gefragt, okay, wo führt das Ganze jetzt hin? Also du hast schon gemerkt, dass David Lynch dann nicht mehr den gleichen Anspruch hatte, glaube ich, oder nicht mehr auf die gleiche Weise erzählen wollte, wie halt in den ersten beiden Staffeln. Und zum Beispiel meine Freundin ist auch ein Riesenfan, seit immer schon ein bisschen von Twin Peaks, aber die hat halt eben auch gerade dieses Putzige an Twin Peaks immer so genossen, ja. Und auch die Kombination, muss man sagen. Also, dass du immer dieses Surreale hattest, aber eben immer eingebettet in doch dieses Wohl-Feel-Goods-Kleinstadtleben, ne. Und das hat ja auch alles ein bisschen was von der Seifenoper, die ganzen Beziehungen der Figuren in der Stadt untereinander und natürlich immer diesen leckeren Kaffee und der leckere Kaffee. Das war ja auch eine Parodie auf damalige Seifenopern, das war ja Absicht, ne. Ja, genau, stimmt. Und das hat dadurch dann wieder einen ganz eigenen Flair bekommen, einen ganz eigenen Flavor bekommen. Und diese ganze Ebene, die ist eigentlich in der dritten Staffel, die fast nicht mehr existent gewesen, in einem sehr geringeren Maße. Und das, also da kann ich natürlich auch verstehen, dass dann Fans von den Twin Peaks bei der dritten Staffel dann, naja, also je nachdem, aus welchem Grund sie Fans von Twin Peaks waren, dann vielleicht auch nicht mehr so ganz d'accord gegangen sind. Und vom generellen Publikum muss man gar nicht reden. Also dass das für die dann, für ein generelles Publikum schon zu weit abgespaced war, das ist, glaube ich, also das ist klar. Ja, ich glaube, da könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, wir gehen aber weiter. Twin Peaks sowieso eine Empfehlung für jeden. Das sollte klar sein. Vielleicht noch ein kleiner Randtipp. Es gibt auch ein Videospiel, was sich sehr nach Twin Peaks anfühlt. Auch sehr speziell. Da soll auch bald ein zweiter Teil rauskommen. Wer Interesse hat, sollte mal Deadly Premonition sich anschauen. Ja, sehr geil. Also ich kenne Deadly Premonition sehr gut. Ich habe es gespielt, ich habe es genossen. Aber ich muss sagen, ich habe es halt auch unter dem Trash-Aspekt, muss ich sagen, genossen. Total, Weil es halt ein sehr, also du hast irgendwie gemerkt, dass es von Herzen kam, dass dieses Spiel von dem Team, dass das wirklich total von Herzen gemacht hat. Aber gleichzeitig hast du auch die Unzulänglichkeiten ständig gespürt an jeder Ecke. Und es war viel zu ambitioniert für das, was für die Technik und auch
für alles. Also man kann das Spiel wirklich genießen. Es, genau, es soll diesen Twin Peaks Flair haben, aber es ist, also du hast, wenn du Lust hast, Twin Peaks so auf Trash, also die Trash-Version davon als Spiel zu spielen, glaube ich, ja, also dann ist es wirklich ein Kultspiel. Es ist ein totales Kultspiel und ich habe das wirklich bis heute rede ich da auch gerne drüber. Ja, es total. Es gibt viel zu wenig Leute, die es kennen, aber don't want to die. Ich kenn's und alleine diese Five-Musik immer, wenn er da am Frühstückstisch ist oder so, ich dir auswendig vorpfeifen und ja, das Gameplay ist halt Horror und die Grafik ist auch mies, aber ansonsten kann ich es als Let's Play empfehlen, einfach nur zugucken. Absolut, also es macht wirklich Spaß. Eine Sache dazu noch, ich weiß, also wir haben es noch mit mehreren Leuten gespielt und wir haben alle, unabhängig voneinander, angefangen zu lachen, als es einen Moment gab. Das heißt, wir mussten uns nicht irgendwie absprechen oder so gegenseitig angucken. Also alle unabhängig voneinander mussten anfangen zu lachen, als wir das erste Mal in ein Auto gestiegen sind und losgefahren sind, weil ich weiß nicht, welchen Soundeffekt ich dafür benutzt habe, aber wir alle, die wir da gesessen haben und uns geguckt haben, waren uns einig, dass dieser Soundeffekt so klingt. Ich mache ihn nach. Ich steige ins Auto ein und also es hat geklungen, als würde einfach ein Sounddesigner genau dieses Geräusch mit dem Mund machen. Das kann sein. Ich weiß es leider nicht mehr, aber ja, kann sein. Aber es hat uns dann total irgendwie so eingebrannt. Ja. Und das ist wirklich sehr witzig und genau. Also total, du spürst den Geist von Twin Peaks. Und eben, da merkt man eben auch, zum Beispiel, wenn man jetzt noch eine Serie gucken will, die sich auch so ein bisschen an dem Feeling orientiert, dann kann ich auch Wayward Pines. Wayward Pines. Die hat dann auch diesen Flair. Und ich meine, ich würde so weit gehen und sagen, dass ja, auch Stranger Things bis zu einem gewissen Punkt, na gut, das hat natürlich ganz, ganz viele andere starke Referenzen, aber die Idee, dass du halt wirklich in so einer kleinen, abgeschiedenen, vor allem weltlichen Kleinstadt in Amerika Under the Dome, solche mysteriösen Vorfälle hast, die dann irgendwie dann da auch dieses Netz so ein bisschen erschüttern oder auch, dass du auch die Charaktere kennenlernst und merkst, dass alle Leute, die dann eigentlich auf den ersten Blick eher so ein bisschen langweilig wirken, dann doch irgendwie da ihre düsteren und dunklen Geheimnisse haben. Und ich würde sagen, das ist so eine Blaupause, die ganz stark durch Twin Peaks dann auch in der Neuzeit geprägt worden ist. Auch wenn die dann vielleicht wiederum selbst auch Referenzen hatte und auch parodiert hat, aber die hat dann wirklich einen ganz starken Eindruck auch hinterlassen. Ja, okay. Gehen wir weiter von Deadly Premonition ins Jahr 1997. Und da sind wir nämlich jetzt schon auf den, ich glaube, wir hatten es schon, glaube ich, gerade erwähnt, auf dem besagten Lost Highway. Ja, nee, du hast es am Anfang gesagt, das ist einer deiner ersten Filme war, ne, mit dem, wo du aufgestoßen bist, ja. Genau, worauf ich aufgestoßen bin, Bill Pullman in einer schönen Rolle, Hauptrolle. Richtig. Kennt unsere Generation vielleicht als Lone Star aus Spaceballs, der Science-Fiction-Komödie, und hat dabei wirklich eine coole, sehr ernste Rolle gespielt. Oder dadurch Independence Day, der Präsident, ne? Selbstverständlich, ja, genau, ja. Der Präsident. Ja, zweimal dann seine Rolle nochmal wunderschön in Anführungszeichen nochmal wiederholen durfte in dem zweiten Teil von Independence Day. Ja, jedenfalls hat der eine sehr, sehr coole, sehr starke Rolle in Lost Highway und das ist halt der erste Film und da merkt man halt nochmal einen Break, würde ich sagen. Also das ist dann so eine neue Phase, die angebrochen ist bei David Lynch, weil der Film ist nicht mehr richtig linear. Also er tut so, als wäre er linear, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich nicht linear und er ist auch so, er wurde auch verglichen mit einem Möbiusband, weil das spoilere ich jetzt mal, also ist das Ende beißt sich so ein bisschen wie die Katze in den Schwanz. Also, ja, und es gibt auch zwischendrin so einen Break, so einen ganz krassen Break und wer diesen Film guckt und sagt, okay, das ist jetzt einfach irgendwie so ein gut konstruiertes Rätsel und das kriegt man gelöst, der wird, denke ich, unbefriedigt rausgehen, weil es macht zwar den Anschein, als wäre es so, aber es ist eigentlich ein Film, den du auf einer viel psychologischeren oder psychogeneren Ebene wirkt. Also David Lynch hat den Film selbst eine psychogene Fuge genannt. Das ist ein Begriff, ich habe geguckt, zu Deutsch kann man den, gibt es den gar nicht. Das ist also psychogenic Fugue, was halt so eine Art von Geisteskrankheit schlussendlich ist. Und da zu versuchen, zu viel, also es logisch erklären, herzuleiten, da wird man nicht glücklich. Also wenn man den Film guckt, dann muss man ihn wirklich wirken lassen, als genau das, was er ist. Und hat er eben da auch, also ich würde sagen, dass ganz viel von dem, was man von
wie man mit also was man heute von David Lynch weiß oder womit man David Lynch verbindet, kommt auch aus Lost Highway und Mulholland Drive. Auch diese Einstellung, also es gibt so eine Einstellung im Besonderen, wo einfach in so einen dunklen Flur reingefilmt wird. Ja? Das heißt, du siehst eigentlich fast gar nichts, außer an den Rändern so ein bisschen was vom Licht, was von hinten, also was von hinter der Kamera kommt, aber du filmst in ein schwarzes Loch sozusagen rein. Ja? Und das ist eigentlich, könnte man ja meinen, sehr unspektakulär, aber mit der Musik zusammen, oder besser gesagt der Tonkulisse, auch so ein tiefen Dröhnen und auch im Kontext der Story, ergibt sich daraus und ergeben sich halt auch vielen anderen Szenen wirklich ganz, ganz, ganz starke Momente. Und wenn man die Story so, oder zumindest mal den Anfang der Story so erklärt, ist es auch schon sehr spannend, weil es geht halt eben um irgendwie ein Ehepärchen, was auch in einem sehr kalten, Beton-Bunker-artigen Haus lebt. Und die bekommen eines Tages eine Videokassette geliefert, wissen nicht von wem und wie und was. Und als sie angucken, stellen sie fest, dass da einfach jemand mit scheinbar in ihr Haus eingebrochen ist und gefilmt hat und auch sie beim Schlafen gefilmt hat. Und ja, das irgendwie dann als VHS-Kassette in den Briefkasten geschmissen hat. Ja. Und du schon denkst, oh Kacke, was ist da los, was geht da ab und so. Also ein interessanter Auftakt, aber wo jetzt andere Regisseure daraus jetzt vielleicht irgendwie so einen soliden Psycho-Thriller Horror-Thriller stricken würden mit irgendeinem bösen Mike Myers, nicht Mike Myers, Entschuldigung, mit irgendeinem Psycho-Killer halt, Jason, was auch immer, geht David Lynch eine andere Route und plötzlich, es gibt dann in der Mitte des Films plötzlich einen Break und alles ändert sich und der Hauptcharakter ändert sich auch, also es wird wie einem plötzlich eine neue Geschichte erzählt oder aufgemacht und du bist die ganze Zeit, die zweite Hälfte des Films damit beschäftigt, zu begreifen, in welchem Zusammenhang das jetzt mit dem ersten Teil des Films steht, ja, und am Ende, und dann Ende der Film, plötzlich bist du wieder am Anfang vom Film gelandet und denkst so, what? Und bleibst halt schon sehr, sehr, sehr. Das sind halt so genau diese Elemente, die ich halt gerade bei Filmen von Lynch so liebe und wo wir gleich auch noch mal Mulholland Drive hinkommen, wo du dann echt nachher erstmal echt Gedanken über den Film und was habe ich denn da gerade überhaupt gesehen machen muss, ne? Und ja, das ist bei dem Film hier halt auch so und das war für mich auch gerade dann jetzt Lost Highway gerade mit diesem Story-Twist oder nicht Twist, aber mit dieser speziellen Erzählweise für mich noch mehr verbunden mit Lynch als vielleicht seine Frühwerke, wo er eher vielleicht noch, der auch skurril und sehr, sehr speziell gemacht hat, aber nicht diese spezielle Erzählweise, die er dann irgendwann, womit er dann irgendwann halt spätestens vielleicht mit Twin Peaks dann angefangen hat, ne? Ganz, ganz genau. Also mit Twin Peaks, ich würde auch sagen, bei Twin Peaks hat er sich rausgetraut und hat so ein bisschen seine Narrenfreiheit genossen, die ihm, glaube ich, auch dann Erfolg gebracht hat. Und aber auch die Tatsache, dass das Netzwerk dann irgendwann auch wollte, dass da mal ein Deckel drauf gemacht wird. Also denke ich, okay, mache ich noch, was ich noch machen kann. Probiere ich mal ein bisschen aus. Und dann mit Lost Highway hat er wirklich da seine richtige Form draus gemacht. Und sowohl Lost Highway als auch Mulholland Drive als auch Inland Empire ist übrigens, könnte man auch so als seine Los Angeles-Trilogie bezeichnen, weil die alle drei in Los Angeles spielen. Stimmt. Weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, aber das ist so, die anderen Stories spielen halt an anderen Orten, diese drei Filme in L.A. Und all diese drei Filme, die in L.A. spielen, sind eben so surreal, nonlinear, Mindfuck-mäßig aufgebaut. Ja. Und Mulholland Drive ist da. Also, Mulholland Drive ist da, würde ich sagen, der Zenit von dieser ganzen Sache. Aber gut, da greife ich wieder ein bisschen vor. Zu Lost Highway. Aber nicht viel. Nicht viel. Ich möchte ganz kurz noch zur Straight Story eingehen, der noch dazwischen liegt. Ja, dazwischen liegt. Das gefühlte Gegenteil, ne? unglaublich krass, der Wechsel, ja. Aber eine Sache wollte ich noch zu Lost Highway sagen und nochmal generell zu Lynch, was mir nämlich da auch mal aufgefallen ist, dass, also der Einsatz von Musik eben, es gibt ja Regisseure, die sehr bekannt sind für ihren Einsatz von Musik, Quentin Tarantino ist, denke ich, so ein gutes Beispiel dafür, Danny Boyle, finde ich auch bis zu einem gewissen Grad, und eben David Lynch auch, weil nicht nur, dass er halt diese starken Sounddesigns hat, die man mit ihm verbindet, sondern er benutzt auch wirklich gerne richtig bestehende Songs in seinen Filmen, die dann auch immer sehr starken Bezug haben, zum Beispiel bei Blue Velvet ist eben der Song heißt Blue Velvet und ist selber auch so ein Experimentalfilm, der aus den 60ern, glaube ich, entnommen und wurde eben dann auch der Titel des Films. Dann, was ich dann auch herausgefunden habe, bei Wild at Heart wird ein Musik benutzt, das, also ein Song benutzt, der heißt Wicked Game. Ich kann jetzt nicht nachmachen, weil das würde fürchterlich klingen, aber es ist man kennt ihn, also diesen Song, der ist durch Wild at Heart auch berühmt geworden, wenn du so möchtest, ja. Chris Isaacs oder so hat auch gemacht, Wicked Game. Das erste Musikvideo wurde auch von David Lynch gemacht, aber das bekanntere ist dann von einem anderen gemacht worden. Jedenfalls
hat er das gemacht. Und bei Lost Highway hat er eben auch Rammstein-Songs unter anderem benutzt. Weil das war auch so eine witzige Geschichte, weil die deutsche Band Rammstein, die wollte eigentlich ein Musikvideo haben von David Lynch, hat ihm deswegen ihre Soundaufnahmen geschickt. Und während den Dreharbeiten zu Lost Highway hat er sich eben auch da diese Sachen angehört, die sie ihm geschickt haben. Und es ist zwar keine Zusammenarbeit gekommen, in Form eines Musikvideos, aber David Lynch fand dann ihre Songs doch cool, hat sogar zwei Songs von Rammstein benutzt in Lost Highway und auch an mehreren Stellen ziemlich prominent. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Grund gewesen ist, warum Rammstein auch in Amerika Popularität erlangt haben. Dadurch, dass David Lynch sie halt so frei eingesetzt hat in seinem Film. Das heißt also, er ist jemand, der wirklich da diese Kombination aus Musik und Bild auch immer sehr zu schätzen gewusst hat und eben auch auch einige Songs so ein bisschen ins popkulturelle Bewusstsein gerückt hat. Ja. Mhm. Ist auch nochmal interessant so zu sehen. Da habe ich auch noch einen kleinen Fun-Fact in Richtung Musik, denn die Musik in dem Film hat neben Rammstein oder Rammstein-Musik Trent Reznor gemacht. Und den kennt man als Komponisten, ich glaube auch von Call of Duty oder keine Ahnung was. Und es spielt ja einer der Pornostars, spielt Brian Hugh Warner. Sagte der was? Ich weiß nicht, ob das ist das, nee, sag du's. Das ist der bürgerliche Name von Marilyn Manson. Marilyn Manson, oder andersrum, Trent Reznor produziert auch Alben von Marilyn Manson in den 90ern. Merkst du was? Sehr. Wo haben die sich wohl kennengelernt? Das ist geil, gell? Also, und Trent Reznor wiederum gehört zu Nine Inch Nails oder der Gründer der Nine Inch Nails. Und stimmt. David Lynch hat auch ein Musikvideo gemacht, Came Back Haunted, für die Nine Inch Nails, was ich sehr cool finde. Ein sehr cooles, minimalistisches, digital-Video-Style-artiges Video, was aber auch einen total starken David Lynch-Stil hat. Also, wenn man mal sehen möchte, wie es aussieht, wenn David Lynch ein Musikvideo macht, dann sollte man sich auf jeden Fall Came Back Haunted von den Nine Inch Nails mal geben auf YouTube. Genau. Auch sehr, sehr, sehr bizarr. Und Trent Reznor sowieso, der hat ja auch, ich glaube, Social Network, also David Fincher ist der Haus- und Hofkomponist für David Fincher, also der und Atticus. Trent Reznor und Dave. Ich weiß nicht, ob die beiden sogar Nine Inch Nails sind, schlussendlich. Bin ich ganz sicher. Aber, also die machen auch generell sehr coole, also ich finde, ihre Musik passt auch sehr gut in Filmen. Sie hat dann immer so einen elektronischen Einschlag. Und oft, wenn ich aufhöre, also wenn ich einen Film gucke und ich höre auf, weil ich sage, oh, das ist ein cooler elektronischer Sound, stelle ich dann im Nachhinein fest, das war mal wieder Trent Reznor. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Okay, cool. Das war Lost Highway. Jetzt kommen wir, bevor wir dann zu... Ganz kurz zu The Straight Story. Ist ein Film, der total unter dem Radar gelaufen ist. Bei mir auch. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auch erst diese Woche zum ersten Mal gesehen, von 1999. Da geht es um die wahre Geschichte eines Rentners, der seinen todkranken Bruder besuchen möchte. Und weil, ich keine Ahnung warum, aber weil Amerika wohl so schlecht infrastrukturell angebunden ist, sind diese 500 Kilometer ein Lebensabenteuer für diesen Mann, weil irgendwie kriegt es nicht auf die Reihe, das mit einer Busverbindung zu überbrücken oder wie auch immer. Also setzt er sich kurzerhand auf seinen kleinen Rasenmäher und fährt mit seinem Rasenmäher und einem kleinen Anhänger, wo er so Zelt und so drin hat, da diese Route. Das heißt, es ist also ein Rentner-Road-Movie, wenn du es so möchtest. Es ist also seine Geschichte, wie er diese 500 Kilometer zurücklegt und auf dem Weg dorthin zu seinem todkranken Bruder eben auch all möglichen Leuten begegnet, Dialoge mit ihnen hat. Ne? Also eigentlich ziemlich klassisch Roadmovie, aber einfach so um eine Potenz langsamer. Und auf so einem Trecker, ne? So einen kleinen Trecker-Rasenmäher, ja. So ein Mini-Trecker und hat dann auch so einen Anhänger hinten dran geschnallt und er fährt halt so im Schritttempo etwa. Und so möchte ich halt mit seinem Bruder. Sein Bruder bringt sehr cool gespielt in einer einzigen Szene von wieder Harry Dean Stanton. Es lohnt sich, die Szene ist toll, ist eine schöne, herzerwärmende Schlussszene für den Film. Ich muss auch sagen, der Film hat dann im Lauf seiner Geschichte schon, also mich ein bisschen mehr gehuckt, aber ich sagte, die ersten 30 Minuten war ich halt einfach nur irritiert von der Prämisse, auch von der, also wie langatmig und wie schwergängig diese Geschichte ist, ja, weil dieser Rentner hat scheinbar wirklich alle Zeit der Welt und auch nichts Besseres zu tun, als eben diese Reise anzutreten. Und mir persönlich fällt es halt echt schwer, das erstmal zu
zu schlucken. Ich wusste, dass es eine wahre Begebenheit ist, aber ich dachte mir, na, okay, Gott, ja, dann steig doch in den blöden Bus oder was auch immer, aber nein, es musste auf diese Weise erfolgen. Aber es sind dann wirklich, also der Film hat, also die Dialoge sind schön und es ist schon wirklich sehr warmherzig. Und ich war während dem Film ein bisschen gehässig, hab den immer mal wieder hier und da gehatet. Und ich muss sagen, am Ende ist es wirklich ein sehr offenherziger, liebenswerter Film, der meine Gehässigkeit auch nicht ganz verdient hat. Und ich kann sagen, wenn David Lynch nicht originell und surreal ist, dann ist er sehr warmherzig und versöhnlich. So, das ist die Botschaft, die ich aus The Straight Story gezogen habe. Ja. Das ist wirklich und du würdest es nicht merken. Ja. Also, nee, ich behaupte mal, du würdest nicht merken, dass es ein David Lynch-Film ist, wenn du es noch nicht vorhin gesehen hast. Und er hat auch da nur Regie geführt, in Anführungszeichen nur. Also, er hat nicht das Drehbuch geschrieben, hat sich produziert. Also, so. Und als er gefragt wurde, warum er das gemacht hat, hat er, glaube ich, nur sowas gesagt wie: Ja, das war das, was er zu dem Zeitpunkt machen wollte. Also, so ganz. Spannend, ja. Aber wenn du sagst, die erste halbe Stunde war schon sehr speziell, dann passt es ja doch wieder irgendwie zu Lynch. Ja, ja, da insofern hast du recht. Also auch gerade die allererste Szene, die hat mich auch ein bisschen an Blue Velvet erinnert, aber alles, also, aber nicht so cool. Also nicht mit einer coolen Musik, nicht so schön inszeniert, einfach nur langsam, schwergängig, sehr und extrem konventionell. Also was den Film besonders macht, ist einfach, dass David Lynch zeigt, dass er kein Problem damit hat, auch mal brutal konventionell zu sein. Ja? Und insofern ist es halt wie ein interessanter Gegenpol zu allen anderen Sachen, die er sonst so gemacht hat und fügt sich in diesem Kontext auch wieder interessant ein in sein Gesamtwerk. Ja? Aber ja. Nur so als Geschichte für sich, naja, also muss man schon ein bisschen, worauf man sich einlässt. Okay, Haken dran. Zwei Jahre später kommen wir dann zu einem Film, jetzt können wir mal vielleicht die Katze aus dem Sack lassen, den wir beiden uns noch zusammen mal live anschauen werden zusammen. Und wir versuchen das Ganze ja auch noch irgendwie auch vielleicht für Live-Zuschauer per Stream mit anzubieten. Auf jeden Fall wird es dann diese Tonspur auch nachher als Cinecast-Tonspur geben. Nämlich, da kannst du gleich vielleicht auch erklären, warum die Wahl, wo wir ja drüber gesprochen haben, warum du auch am liebsten, genau wie ich lustigerweise, mal Mulholland Drive als Tonspur nehmen würdest. Mhm. Genau, also ich muss sagen, also wir haben uns ja vorher uns die Frage gestellt, welchen Film sollen wir holen? Und ich dachte halt einfach, okay, was ist so der typischste, aber auch zugleich stärkste und beste Film von David Lynch? Und ich bin halt eben dabei Mulholland Drive gelandet, weil man kann jetzt halt sehr, ich finde, man kann den Film sehr gut einordnen in alle anderen Werke. Ich kann sagen, er ist irgendwie raffinierter als Lost Highway. Er ist aber weniger abgespaced als Inland Empire. Ja. Das heißt also, ich finde, er hat einfach so den Sweet Spot getroffen. Also es ist irgendwie von allen Seiten hat er, finde ich, so die richtige Menge mitgekriegt und ist trotzdem geht in die Nieren, hat krasse Szenen, ist ein Mindfuck. Aber irgendwie, du bist trotzdem befriedigt am Schluss. Also du fühlst dich nicht so komplett überfallen und ausgeraubt und in der Gasse zum Verbluten zurückgelassen, wie bei Inland Empire zum Beispiel. Weil das ist halt ein Film, der überspannt den Bogen einfach. Und Mulholland Drive eben nicht. Und die Rolle ist, also die Rollen sind auch cool. Naomi Watts, ich glaube, das ist die beste Rolle von Naomi Watts. Also ich weiß nicht, wo ich Naomi Watts noch mal so genossen habe wie da. The Ring. Ja. Ja, vielleicht, aber abgesehen von King Kong. Nein, alles gut. Genau. Sehe ich genauso. Genau, und es ist dann auch wieder ein Film, den man sich fast angucken kann, halt als Episodenfilm schlussendlich, weil er aus vielen kleinen komponierten Szenen besteht, die für sich einfach toll sind und stark sind. Und die super funktionieren nicht. Ne? Ich sag nur mal hier die Szene mit dem Mann im Restaurant, der Angst hat, der diesen fürchterlichen Traum hat, dass er um das Restaurant rumgeht in die Hintergasse. Also ich fand das so gruselig damals, auch mit der Soundgestaltung, ja, als er dann wirklich dann da runtergeht um das Restaurant in den Hinterhof und wir wissen nicht, was wird er da jetzt sehen? Das ist irgendwie und alle möglichen sehr starken Szenen. Deswegen, also ich denke, wenn wir den Film dann noch sehen, da haben wir 2 Stunden Zeit, uns dann da auch da an jeder Szene genüsslich abzuarbeiten und auch noch da noch diverse Trivia noch einfließen zu lassen und dies und das. Ich würde sagen, wenn man einen Film von David Lynch
nur in seinem Leben gucken möchte, dann sollte das mal Mulholland Drive sein, weil ich finde, da nimmt man 80% mit von dem, was David Lynch so ist. Es ist immer noch ein gut schaubarer Film und man hat trotzdem das Lynch-Gefühl am Ende. Ja, ja. Auch über die Handlung werden wir jetzt heute hier nicht viel verlieren, weil wir sicherlich uns noch den Kopf sehr stark anstrengen werden, wenn wir dann das Ganze als Tonspur machen. Vor allem, weil man den halt wirklich sehr unterschiedlich interpretieren kann und da werden wir sicherlich viel Gesprächsbedarf haben. Aber ich hatte auch gesehen, generell diese drei Filme, ne, Lost Highway, Mulholland Drive und Inland Empire wird auch von vielen so als, das wird vor allem so als, was du auch schon meintest, so als Trilogie gesehen und oder sogar das Mulholland Drive so ein bisschen, nee, andersrum, das Inland Empire so ein bisschen die Fortsetzung von Mulholland Drive ist, aber ja, ist immer schwer zu sagen, aber ich finde auch interessant, das sind so Punkte, die wir sicherlich dann auch beim Gucken nochmal besprechen, denn David Lynch hat damals zu seinem Film ein paar Hinweise oder Fragestellungen gegeben für die Entschlüsselung des Ganzen. Und ich denke, die werden wir auf jeden Fall auch mal dabei nehmen, wenn wir dann den Film gucken und schauen, wenn er zum Beispiel, das ist kein großer Spoiler, wenn ich hier schreibe, achten Sie auf den Bademantel, den Aschenbecher, die Kaffeetasse. Das hat er so als Hinweis gedroppt und das werden wir dann halt auch mal tun, ne? Stimmt, genau. Ja, und von da gab es dann, glaube ich, noch so ein paar, ja, zehn Stück oder was waren das? Irgendwie, ja. Weiß auch nicht, wie viel. Ja, man muss auch dazu sagen, also dieser Film hat halt eben auch nochmal eine ganz andere, ja, Publicity gehabt oder ganz andere Wellen geschlagen als viele von seinen anderen Filmen. Ja, also das ist irgendwie, der Film ist auch sehr, ich glaube, insgesamt auch von einem größeren, überraschend größeren Publikum, breiteren Publikum positiv aufgenommen worden oder positiver aufgenommen worden, als man von so einem abgefahrenen Film erwarten könnte. Vielleicht muss man es so sagen. Wie bist du damals darauf aufmerksam geworden, weil du wusstest, ach, der ist von David Lynch, den gucke ich, oder bist du über einen anderen Weg dahin gekommen zu diesem Film? Ich glaube, das ist tatsächlich auch über die gleiche infamose Videothek passiert, aus der ich auch meinen Lost Highway geholt habe. Und ich glaube, Lost Highway und Mulholland Drive standen sogar direkt nebeneinander, da immer schön ausstaffiert. Und als ich dann Lost Highway geguckt habe, war das dann, glaube ich, dann, also habe ich auch immer die Rückseiten gelesen von den anderen Hüllen und wusste dann, ah, okay, Mulholland Drive ist dann wohl auch ein Film von David Lynch. Und nach Lost Highway habe ich dann mir gedacht, dann nochmal Mulholland Drive zu gucken. Ich habe damals immer sehr stark nach Brainfuck-Filmen geguckt. Ja. So typische Filme. Und da wurde sehr, sehr häufig Mulholland Drive auch genannt. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, ach, guck mal, Mulholland Drive, auch noch David Lynch. Ja, alles klar, count me in. Also das ist für mich halt auch wieder so, es ist halt auch so ein typisches Paradebeispiel für so einen Brainfuck-Film, wo du echt ja, wo dein Gehirn gefickt wird, wie der Name schon sagt. Und das kann man wirklich so sagen, ja. Das ist 1:1 so. Also du hast wirklich, und auch hier ist es halt eben wieder, auch wenn er die Tipps gedroppt hat, auch und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich, also man kann da, es wird auch viel dazu geschrieben, also man kann schon mehr rausholen aus dem Film. Also man kann schon durch Analyse auch vieles verstehen, aber trotzdem entzieht sich der Film dann dem letztendlichen Verständnis. Es ist wie ein Puzzle, wo halt ein Teil entweder fehlt oder bewusst falsch gestanzt wurde, dass man halt es doch nicht zu einem schönen zusammensetzen kann, sondern es bleibt bis zum Schluss einfach so ein gewisses Spannungsverhältnis auch im Kopf. Und das muss man eben auch genießen können da dran. Oder wenn man es genießen kann, dann und weiß, dass es so ist, finde ich, kann man den Film auch einfach nochmal viel mehr abgewinnen. Weil ich generell so ein Typ bin, wenn ich diesen Disclaimer nicht bekomme oder es nicht weiß, weil ich es nicht schon vorher gesehen habe, erwarte ich schon, dass ein Film sich zusammenfügt und dass alles irgendwie funktioniert. Und ich habe da schon, also ich reagiere in der Regel schon eher empfindlich auf so Bullshit. Und wenn Filme halt mir ankommen und irgendwie offen bleiben, ja, und zu sagen, denk mal immer nach, dann bin ich eher skeptisch und denke mir, ja, Junge, also nee, für mich fühlt sich das an, als hättest du dir einfach nicht genügend Mühe gemacht, das irgendwie gut zu verpacken und ich soll jetzt deine Arbeit machen, habe ich keinen Bock drauf, so in etwa. Und deswegen Filme müssen sich dann schon richtige Ausnahmen kämpfen von dieser Regel und die David Lynch-Filme und Mulholland Drive im Speziellen sind halt eben auch so eine solche Ausnahme. Also die akzeptiere ich genauso, wie sie sind und akzeptiere ich auch, dass sie eben wie eine offene Form haben.
kann man so ein bisschen sagen. Ja, absolut. Ja. Man muss sich halt drauf einlassen können. Und, genau. Dann gab es auch jetzt wieder, hier haben wir eine Lücke von 5 Jahren zu Inland Empire. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso, weshalb, warum, aber du hattest am Anfang schon gesagt, dass er sich gerne häufiger mal Zeit gelassen hat. Ich hatte auch gelesen, dass er häufiger sonst auch mal Werbedrehs gemacht hat für die unterschiedlichsten Labels, Mode, für, wie heißt hier nochmal unser weißhaariger Kollege aus Deutschland, hier der verstorbene Lagerfeld. Ach so. Für Lagerfeld hat er auch mal was gemacht und. Und ja, dann kommen wir ins Jahr 2006, wo er zusammen auch wieder mit Laura Dern gearbeitet hat, einen 3-Stunden-Film hingelegt hat mit Jeremy Irons. Ja. Und Inland Empire. Der längste Film von ihm tatsächlich. Ja. Es gibt so übrigens auch einen längeren Cut von Dune, der Wüstenplanet. Da wollte ich gerade drauf hinaus, da könnte man drüber streiten. Auch ein 3-Stunden-Cut von Dune, ja. Stimmt, aber da hat er sich extra nur als Alan Smithy und Judas Booth nennen lassen, um sich ausdrücklich zu distanzieren, weil er das wohl für nicht gut gehießen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn tatsächlich selbst gesehen habe, diesen 3-Stunden-Cut, I don't know. Sagen wir mal, von den Filmen, zu denen David Lynch stets, guten Gewissens stets, ist, glaube ich, Inland Empire das längste Ding, und ich weiß nicht, ob es dem Film unbedingt zum Vorteil gereicht hat, muss ich sagen. es ist in gewisser Weise halt auch wieder, also Eraserhead ist eine Form von David Lynch, in Reinform, dieses konzentrierte, atmosphärische, und Inland Empire ist ein anderer Aspekt von David Lynch in Reinform, also dieses brainfuckige, total traumlogischartige, aber ich finde einfach, dass es überhanden. Also, weißt du guckst einen Film bis zu einem gewissen Punkt, die erste halbe Stunde, denkst, okay, das verstehe ich. Okay, bis dahin noch so alles gut. Okay, ich verstehe. Ah, okay, das ist ein bisschen komisch hier, aber na, ich komme noch mit. Ah, so schlimm ist das schon alles nicht. Und dann gibt's irgendwann ab Minute X so einen Punkt, wo sie auch dann anfängt, sich selbst zu sehen und dann irgendwie in die Kulisse läuft und sich selbst, wo du dann einfach total ins Schleudern kommst und du kommst nicht mehr rein. Also, es ist einfach der Film, läuft dir davon, oder so ging es mir zumindest, der ist mir davon galoppiert, und du hast dann Szene hinter Szene, eine bizarrer als die andere, und dann irgendwann plötzlich sind wir in Polen und Laura Dern ist ein anderer Charakter, der irgendwas mit einem polnischen Menschenhändlerring zu tun hat, und ich sag dir, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen dazu und zur Handlung, und ich dachte, was? Wirklich? Das ist die Handlung zu dem Film, den ich gesehen habe. Ich konnte es wie nicht verstehen. Also ich weiß nicht, wer dieser, also irgendeiner, der sehr viel schlauer ist als ich und sich sehr viel mehr Zeit genommen hat, diesen Film zu verstehen, hat da die Handlung nochmal auseinanderklabüstet. Also für mich, ich konnte dann einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr folgen und konnte dann einfach nur noch das Bizarre an dem Film so aufnehmen zwar und auch respektieren, ja, also auch schon so die Macher zu schätzen wissen, aber also es hat wie mich verloren, so als Zuschauer. Hast du ihn jetzt, hattest du den auch nochmal rewatcht jetzt zuletzt, oder ist es auch schon ein bisschen her? Es ist ein bisschen her, aber nicht so lange, weil das ist nämlich einer der Filme, die ich dann auch meiner kleinen Schwester, wie ich ja schon mal sagte, der ich gerne auch nochmal solche filmhistorische Filme zeige, hatte ich ihr nämlich auch letztes oder vorletztes Jahr nochmal gezeigt. Und ich habe den Film damals im Kino gesehen, in 2006. Das war nämlich auch so eine Sache, weil eben auch meine Freundin, ja, habe ich ja eben auch gesagt, so ein großer Twin Peaks-Fan ist, sind wir dann halt auch in Inland Empire gegangen, sich sehr darauf gefreut, und wir waren halt beide sehr. Also sie war richtig regelrecht enttäuscht, weil sie wohl dann auch andere Aspekte von David Lynch dann mehr zu schätzen gewusst hat. Und ich war verwirrt, irritiert, ich konnte das irgendwie nicht so richtig zuordnen. Und dann habe ich ihn eben, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich auch sogar noch 2-3 Mal gesehen. Also, das ist, also, ne, es klingt jetzt sehr negativ, wie ich über den Film rede. Trotzdem habe ich ihn bis zu 3 Mal gesehen. Also, es ist er hat schon irgendetwas, und es ist ein Film, den man auch, also, ich kann den Film gerne, oder ich zeige den Film gerne auch Leuten, wenn ich sagen möchte, Junge, das ist ein Brainfuck, der alles übersteigt. Also, das ist einfach, der Film lässt dich halt total perplex zurück, und ja, es ist, ich würde sagen, es ist schon auch ein Erlebnis für sich, aber halt auch nicht mehr so als Filmgenuss. Mulholland Drive, finde ich, kann man auch wirklich unter dem Filmgenuss-Aspekt sehen. Ja. Inland Empire ist, finde ich, auch schon wieder eher so ein Arbeitsfilm. Ja, also Der deutsche Untertitel ist sehr schön. Eine Frau in Schwierigkeiten. Geil, so ist es natürlich. Super, genau. Geil.
Eine Freundschwierigkeit. Mhm. Ja, und das, wie du gerade schon sagtest, das war mehr oder weniger so einer seiner letzten großen Filme. Dann, wie gesagt, kam noch die dritte Staffel Twin Peaks. 2019, letztes Jahr, hat er noch einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk bekommen, weil er hat leider nie für beste Regiearbeit, er wurde zwar mehrfach nominiert, aber er hat nie einen Oscar bekommen. Und ja, da bekam er dann seinen absolut verdienten Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Ja. Das stimmt, auch verdient, also das muss man so sagen, als Gesamtwerk muss man es eben dann auch, finde ich, wieder einordnen und ja, kann nicht sein, ne? Dass so ein David Lynch keinen Oscar hat, also das ja. Wieder auf der anderen Seite sehen. Ja, und er ist eben auch, ich war auch in einer Ausstellung übrigens, dann auch, aber er ist gestartet eigentlich als Maler, er wollte immer Maler werden und dann irgendwann, er ist Filmregisseur geworden, weil er dann einmal vor einem Gemälde von sich gesessen hat, in seinen, keine Ahnung, frühen 20ern und sich gedacht hatte, ach, das könnte jetzt aber cool funktionieren, wenn das ein bisschen bewegt ist, ein bisschen animiert ist. Und aus diesem Wunsch, animierte Gemälde zu machen, ist dann halt, dann hat ja, da seine Filmleidenschaft dann auch raus entstanden. Und ja, von Anfang an hat man gesehen, der junge Talent, der hat irgendwie eine visuelle Bildsprache, die total einschlägt. Und so ist er dann halt eben auch dann immer weitergetragen worden. Und Eraserhead hat er dann auch da, also mehr oder weniger in den Stallungen von dem American Film Institute in Kalifornien produziert und hat er eben dann da eben auch den Support auch immer von außen gehabt und ist aber formal halt hat auch viele Jahre studiert an der Kunstakademie halt Malerei und wollte auch mal unter Oskar Kokoschka in Österreich studieren, das hat aber nicht so gut funktioniert, wieder zurückgekommen nach Amerika und hat dann aber auch, also auch zwischen den Filmen und auch mittlerweile verstärkt, glaube ich, sich dann auch wieder der Malerei zugewendet. Und das, ich muss sagen, ist wirklich interessant. Also es ist nicht nur so, ne, dass der Mensch irgendwie hobbymäßig auch gerne ein paar Bilder malt, sondern das ist schon auf jeden Fall auch, also es hat auch Hand und Fuß, sehr düstere Bilder, surreal. Also es ist wirklich alles sehr, auch nicht unbedingt, würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt ins Wohnzimmer hängen, so, aber ja. Auch sehr, aus, so, würde ich sagen, sehr, sehr ausdrucksstark. Und ja. Ich finde es halt fast, ja. Ich wollte nur sagen, er war auch irgendwo jetzt in Düsseldorf. Ich habe Fotos gesehen, wo er auf einer Ausstellung in Düsseldorf war. Also, Ich war in Brühl. Wann war das denn so? Ich glaube 2011 oder sowas rum, vielleicht so in diesem Dreh oder vielleicht sogar noch früher. Also auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und ich meine, also eine komplette Ausstellung auch mit eigenen Installationsräumen, wo du in einen Raum reingehst und auch komplett wieder von so einer Soundkulisse dann auch da umhüllt bist. Und halt eine große Faszination an industriellen Anlagen, auch viele Industrieanlagen in England mal fotografiert und dann auch so ne, zu schönen Installationen ausgeweitet. Und ja, insgesamt ein sehr vielseitiger Künstler, der trotzdem aber halt ein finde ich an allen Fronten immer sehr stark wiedererkennbaren Stil hat. Und also von allem, was ich jetzt so aus Interviews heraus sagen kann, auch ein durchaus sehr warmherziger und netter Mensch. Also du guckst diese Filme an und denkst so, oh Gott, was für ein kranker, gequälter Geist muss sich sowas ausdenken. Aber also die Person dahinter ist ein sehr offenherziger, warmer, sympathischer Typ, zumindest von allem, was ich sehe. Finde ich auch. Er kommt immer extrem sympathisch rüber. So ein Typ, den man am liebsten als Freund haben möchte. Ja, absolut. Ja, und ja, generell für uns als Cineasten, glaube ich, ein absolutes Muss, wenigstens vielleicht 3-4 Werke von Lynch gesehen zu haben, weil er doch mit seiner sehr speziellen Art da wirklich Pioniersarbeit gerade in den 90ern betrieben hat im Mystery und im Mindfuck-Bereich und ja. Es gibt den Begriff von Franz Kafka, Kafkaesque, und es gibt auch den Begriff Lynchesque schlussendlich. Ja? Also ich glaube, im amerikanischen Sprachgebrauch ein bisschen stärker, aber also der hat einen so starken eigenen Stil, dass man wirklich sagen kann, das ist zu Deutsch David Lynch-artig. Auf jeden Fall. Also du merkst auch, wenn ein anderer Regisseur irgendwie ihn so ein bisschen channelt. Mein eigener Film, Beyond the Bridge, hat sich durchaus auch da Anleihen genommen, auch inspirieren lassen von dieser Art, von der Art, wie da versucht wird, Atmosphäre zu erzeugen. Also hat wirklich also gerade so in den Horrorsequenzen. Also das ist mir auch heute beim drüber nachdenken nochmal aufgefallen, weil ich habe mich auch sehr gerne von dem Videospiel Silent Hill in meinem Film Beyond the Bridge inspirieren lassen, was ja auch so ein Psycho-Horror-Game ist. Bin aber dann auf den Trichter gekommen, dass Silent Hill wiederum sich auch sehr lynchesk anfühlt, ja, und sehr stark irgendwie auch von so einer David-Lynch-Atmosphäre geprägt ist, ja, oder inspiriert ist.
Und ich finde, da kann man halt eben dann auch durchaus so eine Kette sehen. Und ja, also ich denke auch, mein Film hätte sicherlich ohne Silent Hill und ohne David Lynch ganz anders ausgesehen, wenn ich ihn dann überhaupt so gemacht hätte. Also es ist dann, da merkt man, es ist halt einfach, Lynch hat also einen Stil, den man da sehr gut channeln kann, den man sich orientieren kann, den man Marsch zollen kann. Also deswegen würde ich auch jedem Cineasten empfehlen, der David Lynch noch nicht am Schirm hat oder nur von ihm gehört hat, sich mal was zu geben von ihm. Ja, schönes Schlusswort. Ich wollte trotzdem noch eben zwei Infos erwähnen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Irgendwie kam ich vorhin da nicht zu. Der Straight Story wurde übrigens von Disney produziert, was ich einen lustigen Fact finde. Und Mulholland Drive war sogar mal als Serie ursprünglich geplant gewesen. Aber da können wir auch nochmal wenn wir den Film schauen und eine Tonspur im April machen, können wir da gerne auch nochmal drauf eingehen. Die Europäer mögen, also ich habe ja auch eben gesagt, Lynch ist eigentlich einer der europäischsten amerikanischen Regisseure und man merkt auch, dass die Europäer sich auch ihm sehr zugeneigt fühlen, weil ich glaube auch Lost Highway wurde auch schon von einer französischen Produktionsfirma produziert und bei Mulholland Drive, als dann das amerikanische Netzwerk abgesprungen ist, ist dann auch Canal Plus oder so eingesprungen, um zu finanzieren. Ja? Ja. Also das heißt, du hast, also auch die Europäer wussten auch schon immer, was sie an David Lynch haben sozusagen. Ja, ich glaube auch generell, weil bei uns in Europa auch dieser Markt für so speziellere Filme, Kunstfilme, was auch immer, eher beliebter sind als vielleicht in den USA. Na, das ist wahrscheinlich so, vorsichtig gesagt. Du kannst natürlich auch besser staatliche Förderung abzweigen. In Amerika ist halt alles schon sehr stark, denke ich, von der Wirtschaft abhängig. Und wenn du halt dann nicht wirklich für ein Publikum produzierst, ist es schwerer. In Europa hast du halt dann noch durch staatliche Förderung auch so ein Canal Plus schlussendlich, kann ich mir vorstellen, dass die dann auch wiederum französische Förderhilfen nur abstauben. Hast du halt dann mehr Möglichkeiten, eben auch so etwas zu machen. Bös gesagt, vorbei an einem Publikum, netter gesagt, mit künstlerisch wertvoller. So. Absolut. Du, dann machen wir einen Haken hinter, oder? Ja, super. Also falls David nochmal einen Film rausbringt, dann werden wir versprechen, dann machen wir nochmal eine Filmbesprechung, okay? Absolut, das ist eingeloggt. Okay, wir haben eigentlich den Zeitrahmen schon ein bisschen gesprengt, weil ich hatte mit dir vorgesprochen, ich dachte, ja, eine Stunde vielleicht, jetzt sind wir schon bei fast zweieinhalb. Und wir haben so spät angefangen, weil ich gerne so ein bisschen Zeit vorher gehabt hatte. Deswegen, also es ist doch schon fortgeschritten. Ja, alles gut. Aber lief gut. Vielleicht ein Punkt noch. Hast du noch 5 Minuten? Dann könnten wir eine Rubrik noch eben durchgehen, die ich in den letzten Folgen seit Folge 80 regelmäßig mache. Das ist nämlich die Folge, wir schauen uns mal an, in dem Fall jetzt, weil Folge 85, welche Filme denn 1985 in den deutschen Top 10 oder in den deutschen Charts liefen. Und was für Erinnerungen wir jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen haben. Müssen nicht jeden im Einzelnen durchgehen, überhaupt nicht. Ich würde einfach mal ein paar erwähnen. Ich fange mal bei Platz 15 an, weil das war schon fast so ein Running Gag. Zu der Zeit waren viele Filme mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Und Platz 15 ist Die Einsteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk, wo sie in Videokassetten einlegen und in diese Filme dann einsteigen können. Fand ich auch damals schon als Filmnerd sehr, sehr cool. Die Idee dahinter. Also die klingt abgefahren. Ich muss gestehen, ist an mir vorbeigegangen, auch für die Supernasen. Habe ich immer von gehört, aber tatsächlich nie gesehen. Also diese Hit-Kombo Gottschalk und Krüger, die sind irgendwie, ich glaube, ich habe nichts von ihnen gesehen, außer das, was dann so im Fernsehen als Trailer und so gelaufen ist. Crazy, die Einsteiger. Ist nicht so wild, wie gesagt, erwähne ich nur jetzt gerade explizit mal, weil wir in den letzten Jahren davor immer wieder viele Filme von Thomas Gottschalk und Mike Krüger in den deutschen Charts haben. Man merkt halt immer auch die Comedy, oder diesen starken Comedy-Anteil hier in den Charts. Auf Platz 14 Enemy Mine, geliebter Feind mit Dennis Quaid. Von Wolfgang Petersen, ne? Das ist, glaube ich, eine seiner ersten internationalen Arbeiten, glaube ich, gewesen. Das wird dann aber auch kurz nach Die unendliche Geschichte dann gewesen sein, schätze ich mal. Ja. Oder war das genau, gut? Doch, Unendliche Geschichte war, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen. Das kann gut sein. Ja. Platz 13, da geht es weiter in die Comedy-Schiene. Auch er hatte in den Jahren immer wieder Filme Didi und die Rache der Enterbten. Dieter Hallervorden halt. Ne? Krass, Didi Hallervorden. Schon krass. Ist wohl bekannt als Figur, aber auch das
irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ne, dass der in dem Jahr in den Top 13 quasi, also auf Platz 13 der erfolgreichsten Filme war, ist schon was, ne? Das ist wirklich krass. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, dass ich auch mal so also ein bisschen als Blödler abgespeichert habe. Ja, klar, ja. Aber kam damals immer gut an. Dann haben wir wieder einen Herr-der-Ringe-Verweis mit Sean Astin in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen, die Goonies, 1985. Ah, oh, ein Alter, Klassiker. Geil, Sean Astin war, also der, Mikey. Also das Mikey, wie geil, ja. Ja, und natürlich ein ganz junger Josh Brolin, ne, ist ja auch bei den Goonies, war der ältere Bruder. Wo ich auch vor kurzem so mindblown Brand hatte. Ja. Genau. Ach, die Goonies habe ich geliebt. Und das ist natürlich, wo wir eben auch Stranger Things kurz hatten, das natürlich, also ich würde sagen, so eine der 80er-Jahre-Kinderabend- oder Jugendabenteuerfilme schlechthin, was diesen 80er-Jahre-Flair so richtig geatmet hat, ja, und ausgeschieden hat über jede Pore. Also ich habe und da kommen auch die Experten zusammen, ne? Drehbuch Chris Columbus, der nachher Kevin allein zu Hause gemacht hat in den 90ern, oder halt Harry Potter, also Kinderfachmann. Vorlage Spielberg. Produziert, oder hat auch Regie geführt? Genau, Vorlage, genau. Und Regie Richard Donner, ne, den man aus Superman. Superman, und der hat auch, glaube ich, die Lethal Weapon-Reihe gemacht, oder? Kann sein. Kann sein. Ja, genau. Also das ist ein toller Film. Wirklich sehr... Auf Platz 11 kommt, in den Charts kommt gleich nochmal Michael J. Fox. Auch auf Platz 11 ist auch Michael J. Fox mit Teen Wolf. ist das lange her, dass ich ihn gesehen habe. Doch, ich hab ihn gesehen. Ja. Also wo du wirklich mal diese Werwolf-Thematik mit so ein bisschen Teenie-Komödie verbindest, ne? Ist schön, Total, musste mal auf die Idee kommen und dann wurde es gemacht. Das Michael J. Fox ist auch so ein richtiges 80er-Jahre-Stein. Dann hoffe ich, blamier ich mich nicht, aber ich kenne den Film nicht. Taran und der Zauberkessel. Fantasy-Film, Kinderfilm. Nee, tut mir leid, da muss ich aufpassen. Es tut mir leid an alle Beteiligten dieses Films. Leider ist der nicht in Erinnerung geblieben. Dann auch typisch deutsch, würde ich behaupten, Zahn um Zahn, Schimanski. Geil. Ein Schimanski-Film 1985, deutsche Kinocharts, Götz-George. Verrückt. Das ist doch eigentlich ein Tatort Detective. Schimanski, ne? Ja, gewesen, der dann so erfolgreich geworden ist, dass man ihn regelrecht ausgekoppelt hat. Ne? Das ist, also der ganze Tatort. Weißt du, wer das auch versucht hat? Weißt du, wer das versucht hat? Ja. Til Schweiger hat das auch versucht, aber der ist gescheitert Stimmt. Finde ich so ein bisschen Parallele vielleicht, dass er dachte, ich werde der neue Spezial-Tatort-Kommissar. Ja, hat auch so einen ganz martialischen Namen, gell, so Chiller, Nick Chiller oder so heißt Nick Chiller, genau, ja. Genau. Und bekannt natürlich die Musik von Klaus Lage, ne? Faust auf Faust. Ah, ja, okay. Aber nee, ich weiß nicht, ob ich den Komponisten explizit kenne. Ich glaube, ich wechsle mit Klaus Doldinger. Und eine ähnliche Geschichte. Ah, doch, Klaus Lage, musst du mal googeln hier. Wie gesagt, Faust auf Faust oder so, da sind schon ein paar Lieder von der Name Klaus Lage, die kennt man. Muss ich mal connecten. Das war Platz 9, jetzt auf Platz 8, James Bond 007 mal wieder im Angesicht des Todes mit Christopher Walken. A View to a Kill, ja. Roger Moore. Ich weiß gar nicht, kann es sein, dass es einer der letzten Roger Moore? Ich bin nicht der Bond-Spezialist schlechthin, aber ich würde von der Zeit her sagen, könnte gut sein. Also, ich habe den Film echt gemocht. Ich weiß nicht, wie man den jetzt im Gesamt, also in allen Bonds einordnen muss. Ich weiß, ich persönlich hatte viel Spaß dran. Vielleicht war ich auch gerade im richtigen Alter, als ich ihn dann in den 90ern aufgewärmt gesehen habe. Aber ich meine, Christopher Walken hat einen geilen Bond-Bösewicht gegeben. Grace Jones, dieses Power-Model aus den 80ern war dann auch ein Bond-Girl. Und dieser richtig 80er-Jahre fetzige Duran Duran-Titelsong A View to a Kill, der ringt auch gut noch mal im Ohr nach. Ja. Kommen wir zu Platz 7. Mal gucken, ob du es errätst. 1984, also ein Jahr davor, war Teil 1 auf Platz 1 der deutschen Kinocharts. Mhm. Die Fortsetzung Teil 2, auch interessant, ne? Damals kam die im Jahrestakt raus. Ja. Teil 2 ist nur auf Platz 7 gekommen. Eine Idee?
boah, ganz, ganz Platz 1, 84. Noch ein Tipp. In deinem Geburtsjahr, das musst du doch wissen. Ja. Nee, also ich hätte jetzt 84, nee. Ich glaube, es gibt 7 Teile in der Summe davon. Wieder eine Komödie, welche Überraschung. Police Academy. Richtig, Police Academy 2, jetzt geht's erst richtig los, oh, auf Platz 7. Gott. Also Police Academy 1 muss ja, also habe ich gesehen, also auch in meiner Kindheit war ja auch dieselbe haltsame Film, hat ja auch diesen Geräuschemacher so berühmt gemacht und Steve Guttenberg da, ich glaube in seiner Parade. Genau, und du meinst Michael Winslow, der mit den Geräuschen. Ja, der mit den Geräuschen, ja. Genau, ja, der ist ja da dann auch, hat ja eine eigene Karriere nur daraus gestartet. Ja. Das kam ja bis heute richtig gut. Aber ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster, dass es auch verdient war, dass dann der zweite Teil nur noch auf Platz 7 gelandet ist und dass das wahrscheinlich den anderen Teil. Ja, war immerhin noch mit Steven Guttenberg, der ja, glaube ich, nach Teil 3 oder so spätestens ausgestiegen ist. Ja. ja. Aber ich war schon überrascht, dass überhaupt der erste Teil 84 auf Platz 1 war. Hätte ich nie gedacht. Aber es ist heftig. Also ich fand ihn so schon damals irgendwie so einfach einen runden, schönen Film, aber ich meine, der Film endet auch. Und ich finde, man hätte es dann auch gut bleiben lassen können. Aber ja. Das, wie auch American Pie, also so ein paar Franchises, die haben dann einfach gesehen, ne? Es geht noch, Leute gehen ins Kino, also ja. Warum aufhören so nicht? Jetzt kommen wir auf Platz 6. Generell in den Top 6 sind 2 meiner All-Time-Favorites schon drin. Also das war ein sehr, sehr gutes Jahr für 85, neben dem, dass meine Frau da geboren worden ist. Auf Platz 6 Ghostbusters. Ah, schön. Da gibt's, muss man nicht viel verlieren drüber eigentlich, ne? Nur vielleicht gerade interessante Randinfo. Es gibt auf Netflix auch so eine Miniserie, die hab ich gesehen. Sich mit ein paar Blockbustern beschäftigt. Und einer dieser Blockbuster, der dann auch im Detail auseinandergenommen wird, ist auch Ghostbusters. Auch sehr sehenswert. Also für jeden, den es interessiert, sehr schöne Hintergrundinfos über die Entstehung von dem Film. Das ist, glaube ich, auch einer von 4 Filmen, die dann da. Ich glaube, die erste Serie hieß Games That Made Us oder so, oder Spielzeug, die uns machten. The Toys That Made Us, ja. Stimmt. The Toys, genau. Ja. Und jetzt ist es halt The Movies That Made Us. Genau. Ja, genau. Die sind alle gut. Egal, ob es Stirb Langsam oder selbst Dirty Dancing war spannend zu sehen. Ja, Wahnsinn. Ja. Und auch Ghostbusters, ja. Genau. Also, das heißt, Ivan Reitman. Genau, und ja, Bill Murray in einer supergeilen Rolle. Dan Aykroyd. Weil, ja. Ach ja, die eine Trivia muss ich noch gerade bringen, weil ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Dan Aykroyd hat ja das Drehbuch geschrieben und das kommt nicht von ungefähr, weil Dan Aykroyds eigener Vater war nämlich so ein paranormaler Geisterjäger. Das heißt also, er hat so ein bisschen in Anführungszeichen persönliche Erfahrung geschrieben oder zumindest das Thema war ihm halt persönlich sehr nahe, dieses ganze Paranormale, das Geisterjagende. Und das Drehbuch hat wohl auch viele Permutationen durchgemacht, bis es dann zu dem Punkt gekommen ist, also sollte ursprünglich noch viel abgefahrener sein. Und naja, wie es gelandet ist, ist was ehrliche Punktlandung. Das ist sehr schön. Sehr schön. Ja, und jetzt kein Fun Fact, aber Rick Moranis kommt zurück. Was? Echt? In dem neuen Ghostbusters oder was? Oder? Das weiß man nicht. Er macht einen neuen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft für Disney Plus. Alter Schwede. Also ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob die Welt jetzt diesen Film unbedingt braucht, aber dass Rick Moranis zurückkehrt, allein dafür lohnt es sich schon. Ja. Geil. Hätte ich nie gedacht, so, als wäre er damit durch. Das ist wirklich sehr sympathisch, weil also er hat ja vor ein paar Jahren nochmal ein Interview gegeben, nachdem er sich ja sehr zurückgezogen hat. Und da war das wohl so, dass er sich wirklich auch für seine Kinder zurückgezogen hat. Ich weiß nicht, ob seine Frau gestorben ist oder was da passiert ist, aber er hat dann aber einem gewissen Punkt gesagt, ja, jetzt ist einfach das, ich möchte mich jetzt auf meine Familie, auf meine Kinder konzentrieren und ist deswegen einfach da aus dem Hollywood live zurückgetreten. Und ja, scheinbar sind die Kinder jetzt Flügel geworden und hatte wieder ein bisschen Freizeit und hat sich gedacht, okay, gehen wir wieder zurück. Also wirklich sehr sympathisch, so von allem, was ich von ihm weiß. Genau, gehen wir weiter. Platz 5, Beverly Hills Cop. Harold Faltermeier. Mhm. Ja. Geil, Jan. Also, auch einer der 80er Jahre Actionkomödien schlechthin. Ne? Also, bam. Und eine geile Synchro, ne? Die Stimme von die deutsche Stimme Eddie auch von Murphy, Eddie Murphy. Ja, die ist sehr prägnant. Ja. Die ist sehr prägnant. Ja. Ja. Leider verstorben, aber auch prägnant. Ja. Geil. Ach, guck mal. Deswegen musste der Esel in Shrek 3 neu synchronisiert werden. Ah, ja, das ist natürlich bitter. Ja, ist nicht so gefeit. Platz 4, Rambo 2, First Blood Part 2 oder in Deutsch Der Auftrag.
Ja, okay, gut. Was kann man dazu sagen? Ne? Es ist ein Rambo. Es ist doch nicht der blaue Licht-Rambo, oder? Der war, glaube ich, oder war das schon der bekannte, es ist blaues Licht-Rambo? Oder war das erst Teil 3? Mit der bekannten, oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Da muss ich passen. Es gibt diese bekannte Zeile aus einem der Fortsetzungs-Rambos. Die geht da, was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Ich kenne die Szene, aber ich kann... ja, ich hatte sie auch. Genau. Für alle quelle Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade nicht wussten, was ich da reflektiere. Ja. Aber, trotzdem, es gibt so ein bisschen die Richtung an. Also, alles, also Rambo 1 war echt ein toller Film, kann ich wirklich nur vollends weiterempfehlen. Es ist wirklich gute Geschichte, alles top. Aber da hätte man es bleiben lassen sollen. Und alles danach ist halt, alles danach ist das, was man heute landläufig als Rambo bezeichnen würde. Ja, also halt so brutale Action. Und, Als Star Trek-Fan wichtiger Hinweis: Jerry Goldsmith, leider auch verstorben, macht die Musik. Und mehr, glaube ich, müssen wir da nicht sagen. Kommen wir aufs Treppchen, da kommen wir jetzt schon spät. Aufs Treppchen, nämlich auf Platz 3. Der Film, wo ich immer sagen würde, das ist mein All-Time-Favorite und den ich jetzt auch nochmal als Cinecast-Tonspur erst vor kurzem released habe, nämlich Back to the Future, zurück in die Zukunft. Sehr geil. Alan Silvestri, wenn wir bei der Musik sind. Robert Zemeckis, der Forrest Gump später, der sich auch nochmal verewigt hat. Auch Steven Spielberg mit der Produktion. Michael J. Fox, ursprünglich sollte gespielt werden, also die Rolle sollte von einem anderen gespielt werden. Die haben, glaube ich, sogar 6 Wochen mit Eric Stoltz gedreht schon. Oder ich weiß, die haben verdammt viel damit gemacht. Die haben gedreht. Nachher noch Nachdrehs gemacht. Die wollten ursprünglich, also da könnte ich dir auch Trivia raushauen ohne Ende. die haben natürlich erst mit Michael J. Fox, wollten den gerne haben. Der war nur in dieser Serie Family Ties, Familienbande noch unter Vertrag und konnte nicht raus und hat dann halt Nachtschichten eingelegt, nachdem die gemerkt haben, Eric Stoltz ging nicht, also hat er nachts zurück in die Zukunft gedreht und tagsüber Familienbande. Das ist ein Einsatz gewesen. Das hat sich gelohnt. Also da war das Rauskommen aus der Komfortzone. Billy Zane als junger Kerl im Hintergrund, einer von den Schlägern von Biff. Geil, ja. Der auch in Twin Peaks auch eine kleine Rolle hat, meine ich. Ne? Wenn ich das, exakt. Ja. Guck, so schließt sich der Kreis. Ja, sehr geil. Also das geil. Auch eine meiner Lieblingsfilme. Absolut. Sehr geil. Zurück. Ja, Platz 3. Also wie gesagt, jetzt kommt sie wieder, jetzt sind wir wieder im deutschen Markt. Auf Platz 2 Männer. Weiß nicht, ob ich... Doris Dörrie, Dietmar Bär, Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht, also so what. Ja. Ich kenne den vom Namen her, aber nie gesehen. Ich nämlich auch. Also das war halt so in den 90er Jahren, das waren dann diese Filme, die konnte man kennen, weil sie vielleicht in der Videothek gestanden haben, aber irgendwie ist man, oder bin ich immer an den vorbeigegangen. Das ist irgendwie nie so richtig. Ja, Dito. Okay. Gehen wir direkt weiter zu Platz 1. Da kann ich mit leben, obwohl ich da auch immer überrascht bin, aber... Auf Platz 1, mal gucken, können wir auch auf die Zahlen gucken. Mhm. Das ist auch mal ganz spannend. 8,7 Millionen Besucher Platz 1, 5,2 dann auf Platz 2 und zurück in die Zukunft knapp 5. Mhm. Also da gibt es doch wirklich nochmal 3,5 Millionen mehr zwischen Platz 1 und 2 und fast 4 Millionen mehr als zurück in die Zukunft. Jetzt kommt's, das muss natürlich der Oberburner sein bei so vielen Besuchern. Es ist Otto, der Film. Geil. Das ist schön. Naja, das ist unglaublich, ne? Das ist die Volksseele, ne? Da sieht man das, so sah die Volksseele aus. Ja. Und ich war, also als Kind war ich auch ein Riesenfan von Otto. Ich meine, auch jetzt noch, aber natürlich, also der steht so, ne? Spielt so in seiner eigenen Liga der Liebe. Aber was war das? War das, er spielt selber. War das der ursprüngliche erste Otto oder Otto der Film? Das war der erste. Otto der Film ist der allererste. Geil. Regie Otto Walkes. Das war der mit Sky Dumont und Gottfried John. Der Bond-Bösewicht später. Ja, oh Gott, ja, geil. Also, der hat dann ja auch, war auch ziemlich, ziemlich fleißig dann. Der hat ja auch einige Filme dann auch rausgekommen. Ja. Otto der Ostern. Ja, nach dem Erfolg musste er. Geht gar nicht anders. Ja, also freut mich auf jeden Fall mehr, als wenn es jetzt wirklich Thomas Gottschalk und Mike Krüger gewesen wäre, wäre ich vielleicht dann die Augenbrauen hochgezogen. Aber mit Otto kann ich auch leben. Ja, doch.
Ja, aber guck mal, also das, ich gucke mir deswegen auch immer jetzt die in dieser Rubrik hier die deutschen Filme an, weil klar, ich habe auch mal erst gedacht, nehmen wir doch die englischen Charts so in der ersten Folge, aber dass du dann Filme dazwischen, die kennen wir gar nicht wirklich, weil die so speziell amerikanischer Markt aus den 80er Jahren sind, ja. Da macht es mehr Sinn, vielleicht wirklich den deutschen Markt sich anzuschauen. Nee, das ist Klassiker sind sowieso drin. Das ist ja auch spannend. Und halt ein paar skurrile Sachen. Genau, wollte ich gerade sagen. Also die Sachen, die dann skurril sind, die sind dann wenigstens deutsch skurril. Da kann man immer noch ein bisschen besser. Ja. Kann man immer noch ein bisschen besser mit relaten. Das ist ja sowieso interessant, ne? Auch die Erkenntnis, dass wie viele Filme, auch internationale, auch englische Filme produziert werden, die es dann eben doch nicht hierhin schaffen. Also auch teilweise mit bekannten Namen. Ne? Also dann auch so, wenn man feststellt, dass irgendwie auch nicht jeder Robert De Niro-Film oder so dann schlussendlich bis auf den deutschen Markt unbedingt geschafft hat. Ja? Meistens dann auch berechtigterweise. Mhm. Aber ja, es ist schon krass, wie viele Filme so in den Lauf der Zeit hinuntergeflossen sind. Und aber dann auch wieder schön zu sehen, welche Filme dann noch geblieben sind, ne? Die man sich auch immer wieder sehr gerne zurückerinnert. Okay, du, Daniel, dann machen wir da einen Haken hinter Cinecast Nummer 85. Danke, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Es war wie immer eine große Freude, sehr viel Spaß gehabt und sehr lange Spaß gehabt. Das ist doppelt gut, gerade in der heutigen Zeit. Und ich wollte dir noch alles Gute wünschen, dass du gesund bleibst. Wir hören uns ja im April dann auf jeden Fall wieder für unser Special. Ich freue mich schon. Und ansonsten hoffe ich, wenn jemand zuhört und jemanden braucht, vielleicht gerade der Aufträge vergeben möchte, kann er sich gerne melden. Ne? Sehr gerne, immer her. Ich bin Ihr Videodienstleister der Wahl. Vielleicht. Gut. Genau. Gibt es sonst was bei YouTube?